Achso, ich würde meinen Rucksack da gerade hier vor meine Füße nehmen mit diesem ganzen ausfallenden Geld und so. Ja. Shine on our Frankenstein. In Belgien auch Waffeleisenpolitik. Ne, Waffeleisenpolitik, was passiert, wenn man Waffeln weg? Die Kinder wollen alle die erste Waffel haben. Das geht nicht. Jeder muss die hintereinander messen. Und das heißt, weil die Liberalen da hinten ihren Justizpalast bekommen haben, brauchen die Katholiken hier ihre Kirche. Und weil die Wallonen dann in den 60er Jahren eine Schiffshebeanlage bekommen haben auf dem Kanal von Charleroi, brauchen die Flamen einen neuen Hafen in Seebrügge. Und weil die Stadt Brügge vor ein paar Jahren ein neues Konzertgebäude bekommen hat, brauchen die Städte Antwerp und Löwen ganz dringend neue Museen. So, das nennt man Waffeleiserpolitik und das hat die Tradition. Wir sind hier an der Baugrenze vom Ersten Weltkrieg. Das ist in der anderen Hälfte der Gruppe erzählt. Also das heißt, was ihr hier seht, ist im Prinzip alles die Verbauung, die schon vor dem Ersten Weltkrieg da war. Und da drüben, das sind so typische Viertel- und Häuserblocks nach dem Ersten Weltkrieg. Das sind genau an der Stadtgrenze. Das war unsere Menschenrechtskampagne nach der Kampagne zur Abschaffung der Sklaverei. Das ist die Gruppe. Dementsprechend sind dann aber auch die Löhne in die Höhe gegangen. Und als dann in den 50er Jahren die Nachbarländer, die vorher verbunden gewesen waren, mit modernen Maschinen und niedrigen Löhnen anfingen, wieder zu produzieren, da hatte Belgien in den 50er Jahren eine große Wirtschaftskrise, die niemand gemerkt hat, weil da die Kongo-Gelder die Lücke aufgefüllt haben. Die Nachbarn abzusetzen, die Zahlen sind wieder so. Während die Engländer kulturell anders gewesen sind, die Reise in den Homogen gebaut haben, hätten auch gebaut, dann haben die aber nicht. Hat die Belgier als einzige von diesen Diktaten die große Löhne verkürzt haben. Weil da die Industrialisierung so gespielt hat, dass wir halt nirgendwo in der Welt gestanden haben, wo so eine reiche Agricultur hat. Tageskarten machen erst Sinn, wenn man mehr als 5 Fahrten macht. Ah ja, das ist gut zu wissen. Thank you.
McDonald's können mal meistens machen. Ja, to be consider therefore we got from each member state in quite clear terms what we want to do. Then I'll come back on this when I address the more specifically in the find a way that there is understanding of what was doing and how it is particular of all the system that was in reality to be matched by the member state itself, which was not evident, because everybody is living under procedure, everybody is ready to accommodate. So therefore, this im gegenseitigen Respekt zu leben. Und das ist total schwierig, die anderen zu respektieren, aber irgendwann erwartet sich auch, dass sie dich respektieren, und das läuft nach einiger Zeit. Wenn ich in Berlin bin und jemanden beleidigen will, sage ich, du machst ständig Kompromisse. Hier ist das größte Kompliment, das du jemandem machen kannst. Also ich bewundere dich, du bist immer in der Lage, einen Kompromiss zu machen. Das ist doch nicht notwendig. Das ist hier die größte Form von Kompliment. Warum? Weil du hast eben die komischen auf der anderen Seite der Grenze. Und damit die das machen, was du willst, lässt du entweder Panzer fahren oder Handelskriege oder diskutierst nach einem Kompromiss. Beispiel, um zu zeigen, dass das auch geht, selbst in den dümmsten Situationen, 3 Uhr nachts. Der bekloppte Deutsche bestand darauf, dass die Diplomaten heißen Europäischer Diplomatischer Dienst. Die durchgedrehte Britin wollte, dass das Europäischer European External Action Service. Um 3 Uhr in der Nacht hat man einen Kompromiss gefunden. Er darf es so nennen, wie er will, sie darf es so nennen, wie sie will. Ja. Das heißt, stell dir mal vor, ihr seid, ja, also stell mal vor, wir beide wären verheiratet und wir hätten jetzt, ja, wir würden jetzt ein Kind kriegen. Du willst es nennen Maria und ich will es nennen Josephine. Konsequenz, du nennst es Maria, ich nenne es Josephine. Das geht auch. Und das ist die höchste Form des Kompromisses hier, dass man, du denkst, es geht nicht weiter und du findest trotzdem Kompromisse. Das ist faszinierend. Noch ein letztes Wort zu Hiltrud. Hiltrud ist sehr glücklich, auch viele andere Europaabgeordnete sind glücklich hier, weil wenn du im nationalen Parlament bist, ist das häufig so wie im Gymnastikraum, hebst die Hände und wenn ein Grüner mit der Merkelin stimmen sollte, verhält er. Oder umgekehrt. Das geht nicht. Hier haben wir von Woody Allen gelernt. Woody Allen hat gesagt, die Welt ist Schiete, aber sie wäre viel besser, wenn es die 15 Minuten of Fame, die 15 Minuten des Ruhmes für jeden geben würde. Und das haben wir hier. Also wenn ihr euch vorstellt, das ist ein EU-Gesetzentwurf. 2020 bis zum Jahre 2020 soll es 20% Erneuerbare, 20% Energieeffizienz und 20% weniger CO2 geben. Das landete hier im Europäischen Parlament. Lächerlich, ein Luxemburger, Mini, ein Grüner noch dazu aus Luxemburg, Kleinstpartei, wird Berichterstatter. Hier ist es so, ein Abgeordneter wird beauftragt, das zu studieren. Hiltrud zum Beispiel wurde vor zig Jahren Berichterstatterin für GMOs, sowas. Ja? Keiner hatte davon eine Ahnung. Hiltrud hat sich reingehängt, wie auch Claude Thomas aus Luxemburg. Und Hiltrud hat es geschafft, wie jetzt auch Claude Thomas aus Luxemburg, durch Sachkenntnis, soziale Fähigkeiten, Ahnung und sprachliche Fähigkeiten, damit man die anderen auch verhandeln kann, wichtiger zu werden in dieser Frage als der französische und deutsche Minister gemeinsam. Das heißt, Hiltrud, als keiner so richtig eine Ahnung hat, hat die Leute einfach erschlagen mit ihrer Sachkenntnis und ihrer Möglichkeit, Leute zusammenzubringen. Und darum haben wir jetzt die GMO-Gesetzgebung, die sehr viel kritischer ist, aber wenn die zufrieden sind, als die Vereinigten Staaten von Amerika. Darum haben wir jetzt dank Claude Thomas, der leicht obeinig läuft, ganz toller Typ, ist gut, die Frauen stehen oder so, hinten sehr Schwanz, ja, haben wir jetzt eine
haben wir jetzt die Regelung 2020 mit all diesen 20. Und er, wenn du jetzt Berichterstatter bist, bist du auf Wolke 7 und du bist wirklich politisch wichtig. Und du hast deine 15 Minuten auf Ruhm, deine 15 Minuten auf Fame. Und das bietet das Europäische Parlament. Grüner, alle anderen Fraktionen, die anderen 6 Fraktionen, ernennen deinen Anschattenberichterstatter. Also, Christdemokrat, Sozialdemokrat, Liberaler, Kommunist, EU-Gegner, ihr wart, ja? Ihr habt jetzt alle seid Schattenberichterstatter und kümmert euch um dasselbe Thema. Das heißt, wenn jemand mit euch sprechen will, mit dem Thema Lobby machen will, mit euch sprechen, muss er mit euch sprechen, nicht mit den anderen Mitgliedern. Ich gebe jedes Jahr, seit 2011, raus das EU Stakeholder Directory, wo du findest die 3000 Büros, die es hier in Brüssel gibt. Und ab da studiert, wie das, was es hier alles gibt. Und die Leute, die intelligent sitzen hier direkt am Gang. Wenn jetzt genau der christdemokratische Abgeordnete, der sozialdemokratische Liberale rausgehen, dann sitzt man in der Nähe des Flurs und sagt, kann ich Sie nicht einladen zu einem Cappuccino? Keine Zeit, ich muss zum Büro. Das ist die schönste Antwort, die man kriegen kann, weil das Büro ist 400 Meter weiter weg. Also gehst du 400 Meter neben deinem Abgeordneten und versuchst ihm zu erläutern, was du willst. Und das klappt auch. Das heißt, die Flure, die sehr lang sind, sind ideal, um die Inhalte rüberzubringen gegenüber den Abgeordneten. Wenn also jetzt hier unser Claude Thomas aus Luxemburg ein toller Abgeordneter ist, ein toller Berichterstatter, nimmt er das Meeting mit dem Vertreter von Papst, von Greenpeace, von Frauenverband, von Amnesty, von sizilianische Behörden London, nimmt er die Position, stellt sie vor sich hin und trifft dann seine Entscheidung. Wie also ein guter Wissenschaftler, er frisst nicht sofort das, was Greenpeace ihm sagt, sondern er versucht, das abzuwägen. Und das ist das Tolle hier, die Masse der Abgeordneten verhält sich so. Du guckst, was sind die Positionen und triffst dann deine Entscheidung. Ihr Lieben, die haben jetzt für uns nicht genügend Zeit vorgesehen, also wir müssen jetzt gleich los. Habt ihr auch noch eine Frage? Bitte. In einem Grundgesetz steht drin, jeder Abgeordnete ist nur sein Gewissen verpflichtet. Und wie Sie schon sagten, es gibt ja ein Fraktionen. Nein, Sie dürfen mich ruhig duzen. Und da habe ich mich gefragt, ob das in der europäischen Verfassung oder in den europäischen Verträgen... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, ja. Jedenfalls ist allgemein akzeptiert, dass es so ist. Wie du gerade sagtest, mit den ganzen angerichteten Meinungen, ja, die man so ja, vor sich hat. Lauter Sprechen. Ja, jedenfalls gibt es eine Menge Löffel, Tassen, Gläser, ja, so an Meinungen. Man muss sich raussuchen, was man möchte. Hast du in etwa eine Erfahrung, wie das Verhältnis ist? Weil ich schätze mal, es sind mehr Industriemeinungen. Natürlich, das ist sogar toll. Also als ich hier das Greenpeace-Büro geleitet habe, kam ich dann zum Abgeordneten, oh, das ist ja toll, dass sie auch mal kommen und du auch mal kommst. Wenn du 7 Industriemacs gehört hast, dann bist du glücklich, auch mal eine andere Meinung zu hören. Insofern ist es immer toll, wenn die anderen ein bisschen versuchen, mit Totschlag zu kommen, durch Masse, wenn du dann als jemand kommst, der ganz, ganz anders argumentiert, das ist sehr angenehm. Man sagt ja, dass das Parlament zu wenig Befugnisse hat, im Gegensatz zur Kommission. Vollkommener Unsinn. Das wollte ich mal endlich hören. Ach, nein, erstens. Grundsätzlich, das Europäische Parlament, verglichen mit dem Englischen oder Französischen, auch in vielen Dingen mit dem Deutschen, hat mehr zu sagen als hier ein Abgeordneter hier und kann sehr viel mehr glücklich sein, Fingerabdrücke zu hinterlassen, denn ein nationaler Abgeordneter. Andererseits ist es verständlich, dass man diesen 200 Parteien hier, wir haben ungefähr 200 Parteien, nicht das sogenannte Initiativrecht überlässt, also dass die Gesetze hier in Gesetzentwürfe einbringen könnten, dann hättest du plötzlich Gesetzentwürfe auch von UKIP, ja diesen britischen durchgeknallten, oder Front National aus Frankreich. Das heißt, wir haben für die Gesetzentwürfe, fürs Einbringen, haben wir die Kommission und die Expertise dort. Letztendlich in Deutschland ist es genau dasselbe. Die Masse der Gesetze, die eingebracht werden, gehen erstmal durch die Ministerien, bevor sie herkommen. Noch letztes Wort zu Lobbying oder Public Affairs. Als ich herkam, war das für mich absolut nichts, schrecklich. Nur die Leute, die hier sitzen, Gesetze vorschlagen,
Gesetze verändern, abstimmen, sitzen in einem Elfenbeinturm. Das ist Elfenbeinturm, das ist überall auf der Welt so. Und hier sogar noch mal elfenbeiniger als elfenbeinig, weil jemand aus Rostock mag in der Lage sein zu sagen, okay, für Nürnberg und Köln ist das okay. Nur niemand aus Parchim ist in der Lage zu sagen, das ist gut für Finnland. Was sind die Konsequenzen für Griechenland oder Lettland? Das heißt, man braucht auch den Einfluss, die Position von anderen. Insofern ist hier Konsultation hoch eingeschrieben. Man will hören, was bedeutet das, was wir jetzt als Idee haben, für diese ganz unterschiedlich strukturierte Europäische Union von der Geschichte her. Du hattest dich gemeldet. Ja, niemand ist irgendwie. Weiß ich. Aber wir gehen jetzt. Jetzt noch etwas. Ihr liebt, werdet ihn lieben. Genau. Axel Singhofen. Genau. Er sieht aus wie ein Dressman. Ist der Gegenspieler von dem Typ, den wir gesehen haben kurz vorhin, einigen von euch. Und er war bei Greenpeace verantwortlich im Kampf gegen das Flaftat, ja, im Plastikspielzeug. Und er hat sich durchgesetzt und wurde dann abgeworben von den Grünen und ist jetzt hier der Advisor für Umwelt. Und niemand im Umweltausschuss hat mehr Ahnung, weder bei den Abgeordneten noch bei den Mitarbeitern, als Axel Singhofen. Und da habt ihr im Jackpot gewonnen, das ihr hier seht. Und jetzt den Malte Voigt, den ihr gesehen habt, den Stadtführer. Der ist total komisch, weil er war Juso, sein Vater war Polizeipräsident in Hamburg. Schill, der Rechtsextremist, hat ihn abgelöst, seinen Papa. Der hat dann Transparency gegründet. Er ist nach Belgien gegangen, hat sich in eine Belgierin verliebt und hat das allererste Buch geschrieben über Belgien, Politik und Leben aus deutscher Sicht und ist der brillanteste Stadtführer, den ich jemals hier erlebt habe. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr den habt. Streifen, da haben sie eine Treppe und dann haben wir unten ein Zimmer und oben ein Zimmer. Stil ändern, seine Perspektive, seine Einkommenssituation. Möglich wäre, da auf EU-Ebene die EU-Kommission zum Einlenken zu bringen und war jetzt sozusagen der erste Erfolg, den White Supporter eingefahren hat. Dann hat man im September dann die Unterschriftensammlung gestoppt. Das waren insgesamt auf dem Papier und also online waren es insgesamt knapp 1,9 Millionen Unterschriften europaweit.
in 13 EU-Mitgliedstaaten ist das Quorum überschritten worden. Das war in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Italien, Griechenland, Slowakei, Slowenien, Finnland und Ungarn noch zum Schluss und Litauen. Also es war tatsächlich dann das, was man quer durch Europa sozusagen geschafft hat, eine europäische Öffentlichkeit mal herzustellen. Also das, was eigentlich das, ja, das wünschenswerte Ziel der EU ist, dass man europaweite Diskussionen hinbekommt, das hat Right to Water geschafft, kann man sagen. Und was passiert jetzt weiter mit der konkreten Initiative? Also der erste Erfolg war eben, dass es eben diese Konzessionsrichtlinie, diese Wasserausnahme gab. Und die Forderungen von Right to Water müssen aber trotzdem mehr umgesetzt werden. Also eine europäische Bürgerinitiative muss nicht umgesetzt werden, aber ja, wenn man sie nicht umsetzt, dann kann man sich auch fragen, wieso gibt es dann überhaupt dieses Instrument? Also man muss es auch gleich bleiben lassen. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt gerade. Also die Stimmen wurden zur Prüfung eingereicht im September. Da werden 3 Monate lang die nationalen Verwaltungsämter Stichproben ziehen und das dann hochrechnen, wie groß die tatsächliche Anzahl an gültigen Stimmen ist. Das war bis zum 10. Dezember letztes Jahr. Und dann ist die, also ist der Träger der, von Right to Water waren die europäischen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hier in Brüssel, EPSU. Die haben das dann bei der EU-Kommission eingereicht und dann hat die EU-Kommission 3 Monate Zeit, um sich eine Antwort zu überlegen. Man hat es eingereicht am 20. Dezember, das heißt, die Antwort musste vor dem 20. März erfolgen. Und die kam jetzt am Mittwoch, 19. März, kam die Antwort von der EU-Kommission und ja, ich habe noch nicht alle 19 Seiten durchlesen können, aber es läuft wieder darauf hinaus, dass man im Prinzip die hauptsächliche Forderung von Right to Water, dass man ein Liberalisierungsverbot in Europa für den Wassersektor erwirken will und auch gesetzlich festgeschrieben haben will, dass man sagt, Wasser darf einfach nicht wie eine übliche Handelsware behandelt werden, sondern muss einen Sonderstatus erhalten und es soll auch endlich mal Schluss sein mit diesen ständigen Liberalisierungsvorstößen. Es muss runter von der Liberalisierungsagenda und gesetzlich festgeschrieben werden, dass Wasser nicht weiter liberalisiert werden darf. So, was hat jetzt die EU-Kommission geantwortet? Also, vielleicht noch kurz, das war eine Anhörung am 17. Februar hier in Brüssel, einmal bei der Kommission und im Europäischen Parlament, da war ich auch. Im Europäischen Parlament waren 60 Abgeordnete, was viel ist, und die meisten haben sich auch sehr deutlich für die Position von Right to Water ausgesprochen, also die Verankerung des Menschenrechts auf Wasser und Liberalisierungsverbot. Und dass die EU weltweit daran mitwirkt, einen universellen Zugang zu Wasser und Abwasserentsorgung herzustellen. So, und die Antwort der EU-Kommission ist jetzt wieder ein Verstecken hinter irgendwelchen Formalismen, sage ich mal. Also man sagt, man könne ja gar nicht in die Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten eingreifen, weil das nach den Verträgen über die Arbeitsweise der EU nicht erlaubt wäre. Gleichzeitig, also das sind dann diese Phrasen, die Ute Schimpf gestern auch erzählt hat. Also sie kann eigentlich für TTIP die Pressemitteilung der EU-Kommission selber schreiben. So ist es da auch. Also da sind so Bausätze drin, die in jeder Pressemitteilung dazu von der EU-Kommission vorkommen. Und da fragt man sich dann schon, also spricht man mit einem Roboter oder ist da irgendwie tatsächlich auch jemand dahinter? Also was steht jetzt genau drinnen? Es steht drinnen, wie gesagt, sie dürfen es ja gar nicht sich um die Liberalisierung im Wassersektor kümmern, das wäre ihnen gar nicht erlaubt, was die zahlreichen Gegenbeispiele der Liberalisierungsvorstöße ja widerlegen. Gleichzeitig macht die EU ja auch Druck in Griechenland und in Portugal, dass der Wassersektor privatisiert werden muss über die Troika. Also Troika macht ja zum Beispiel in Thessaloniki und Athen Empfehlungslisten, dass die Wasserversorgung zu privatisieren ist. Und wenn man sie dann sagt, was soll das, sie dürft ihr gar nicht, dann heißt es ja, wir machen ja nur Empfehlungen.
Also, das ist irgendwie so eine, da wird getäuscht und getrickst, was man will. Und ja, Sie haben in der Antwort immerhin mal sich darauf besonnen, dass 2006 in der EU-Dienstleistungsrichtlinie festgelegt wurde, dass Wasser explizit nicht Teil der grenzüberschreitenden Dienstleistungsfreiheit sein soll, die Wasserversorgung. Immerhin hat man sich mal daran erinnert und ist mal wieder reingeschrieben. Also trotzdem, ja, also so wie es ausschaut, das muss man noch genau analysieren, ist das Ergebnis, dass diese Bürgerinitiative jetzt, dass die EU-Kommission eigentlich formell das Menschenrecht auf Wasser anerkannt hat, das ist mal ein Anfang, immerhin, und die tatsächlichen gesetzliche Ausgestaltung wird verweigert, kann man sagen, der Bürgerinitiative. Was jetzt noch passieren könnte, wäre, dass das EU-Parlament, hat ja kein Initiativrecht, aber es kann ja auch nochmal nachhaken bei der EU-Kommission und nochmal versuchen, darauf hinzuwirken, dass es doch irgendwie mehr eingehen auf die Forderungen von Right to Water passiert. Also da ist jetzt dieser Europawahlkampf natürlich auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal auf die Abgeordneten zuzugehen, EU-Abgeordneten, und zu sagen, hier am Right to Water wurde eigentlich ziemlich niedergeschmettert von der EU-Kommission als doch sehr erfolgreiche Bürgerinitiative, stellt sich ja schon dann die Frage der demokratischen Legitimität des Handels in Brüssel, denn ja, solche Ausdruck des Willens der Bevölkerung eben dann letztlich nicht nachgeben wird. Ihr Lieben, das als Info ist das super gut. Natürlich, immer wenn jemand was sagt, reizt das zum Widerspruch. Ja. Es ist schon so, dass ich das Gefühl hatte hier in Brüssel, dass es sehr wohl also einfach einmal als Überraschung aufgenommen wurde und zum Zweiten schon auch entsprechend gewürdigt wurde und auch noch werden wird. Ich meine, es war die erste europäische Bürgerinitiative, die wirklich erfolgreich war. Andere haben versucht, es nachzuahmen. Bildhut hat auch unterstützt, Ökozid, die war weit davon entfernt, das Forum zu schaffen. Und ich glaube, es geht noch weiter und ich denke, wir werden auch nochmal darüber diskutieren, hier in diesem Rahmen, was daraus folgt. Ja, wobei es jetzt erstmal beendet ist, das Verfahren. Das sehe ich jetzt nicht so. Erstmal ist die Legislatur beendet, ja, und dann gibt es bestimmt Menschen, die sich dem auch noch annehmen. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass es die Initiative gab. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne eure Aufmerksamkeit Silvia Maurer zulenken. Damit kommen wir wieder in das Verbraucherschutzthema, an dem wir gestern ja auch schon hinlänglich diskutiert hatten. Wie gesagt, Frau Maurer hat uns auch ein PowerPoint hergestellt, wo man wunderbar sehen kann, auf welche europäischen Verbraucherorganisationen durch BEUG, durch ihren Dachverband vertreten werden. Diese PowerPoint werden wir zu Gesicht bekommen, wenn Stefan hier eintrifft und sie uns auf dem Computer spielt. Falls das zu spät sein wird, bis sie vorgetragen hat, oder sowieso, schicke ich euch die auch als PDF rum. Es geht heute um Verbraucherinnen und dass sie den gefährlichen Chemikalien ausgesetzt sind. Und als Dachorganisation von so vielen Verbraucherorganisationen möchten wir erstmal einfach wissen, was die Aufgabe für den europäischen Verbraucherschutz ist, sprich, was ist auch BEUG. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an Frau Maurer und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie pünktlich und so gut vorbereitet hierher gekommen sind. Danke. Guten Morgen, meine Damen und Herren. BEUG ist erstmal eine sehr merkwürdige Abkürzung. Ich glaube, Verbraucher in Deutschland haben noch nie das Wort BEUG gehört. Es kommt aus einer Zeit, als in Brüssel noch mehr Französisch gesprochen wurde. Es ist die Abkürzung für Bureau Européen des Unions des Consommateurs.
Wir sind hier der Europäische Dachverband von 41 Verbraucherverbänden aus 31 europäischen Ländern. Also wir haben Mitglieder aus allen EU-Mitgliedstaaten, aber auch aus der Schweiz, Island und Norwegen und einigen, die noch der EU beitreten möchten. Im Moment kümmern wir uns um 5 Prioritäten hier in Brüssel. Also was ganz wichtig ist für den Lebensalltag der Verbraucher, sind beispielsweise Finanzdienstleistungen. Wie wir alle wissen, durch die Wirtschafts- und Finanzkrise haben da auch viele Verbraucher Probleme mit Banken. Sichere Lebensmittel ist traditionell immer ein Thema für Verbraucherverbände. Wir kümmern uns auch sehr stark um Vertragsrechte im Verbraucherschutz, also alles, was mit dem Acquis in der EU zu tun hat, Fluggastrechte oder unlauterer Wettbewerb beispielsweise. Aber heutzutage ist es auch wichtig, dass die Verbraucher in der digitalen Welt sozusagen geschützt werden, deshalb ist das auch ein Arbeitsschwerpunkt von BOIC. Ich bin hier in Brüssel seit 7 Jahren als Referentin. Ich kümmere mich um Nachhaltigkeit und um die Produktsicherheit. Also ich schaue mir auch Chemikalien und Verbraucherprodukten an. BOIC berät nicht individuelle Verbraucher. Also wir sind hier in Brüssel eigentlich nur der Interessenverband, der sich bei den europäischen Institutionen dafür einsetzt, dass in der Gesetzgebung die Verbraucherrechte gestärkt und berücksichtigt werden. Die Verbraucherberatung wird dann von unseren Mitgliedern gemacht, wie zum Beispiel von den Verbraucherzentralen. Und wir testen auch keine Produkte, das ist dann zum Beispiel die Aufgabe von der Strukturwarentest. Wir benutzen aber natürlich dann sehr stark die Ergebnisse von der Verbraucherpolitik auf der nationalen Ebene, um auch hier in Brüssel mit Abgeordneten und der EU-Kommission Probleme auf der nationalen Ebene deutlich zu machen. Und in der Regel sind wir auch hier ein sehr anerkannter Partner für die gesellschaftlichen Interessen. BOIC ist mittlerweile 52 Jahre alt, wir sind eine der ältesten NGOs, die es in Brüssel gibt. Im Bereich der Produktsicherheit ist es eines unserer Ziele, dass wir halt allgemein die Sicherheit von Produkten, die eben im Binnenmarkt verkauft werden, dass die Sicherheit verbessert wird. Wir arbeiten hier auch ganz stark mit unserer Schwesterorganisation ANEC zusammen, die die Verbraucherinteressen in der technischen Normung vertritt, weil heutzutage ja oftmals nur Minimalanforderungen in europäischer Gesetzgebung geregelt wird und die Ausführung wird dann der technischen Norm überlassen. Aber da ist dann doch die Industrie auch sehr stark vertreten, um ihre Interessen durchzusetzen. Es ist auch so, dass es hier immer noch nötig ist, in Brüssel eigentlich das Bewusstsein der Entscheidungsträger zu schärfen, welche Gefahren eigentlich von chemischen Substanzen für Verbraucher und die Umwelt ausgehen. Also manchmal ist es hier vielen, auch im Parlament, die früher nicht an dem Thema gearbeitet haben, gar nicht klar. Was eine unserer Hauptsorgen ist, ist, dass die Verbraucher heutzutage einem regelrechten Chemikaliencocktail ausgesetzt werden. Das heißt, wir kommen in Kontakt mit Chemikalien in allen Produkten und Dienstleistungen, eigentlich, die wir im alltäglichen Leben benutzen. Wir haben Flammschutzmittel in unserem Computer, wir haben Ausgase aus Möbel und Teppichböden in der Innenraumluft und Ähnliches. Und es ist einfach so, dass in der wissenschaftlichen Risikobewertung dem im Moment noch gar nicht Rechnung getragen wird, sondern da werden immer nur einzelne Substanzen bewertet. Vielleicht haben Sie da gestern schon mit Axel Sinkhofen drüber gesprochen, als wir über REACH gesprochen haben. Und wir gehen einfach davon aus, und es gibt auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die eben sagen, dass heutzutage schon die Hintergrundbelastung, besonders für sehr schutzwürdige Verbrauchergruppen wie Ungeborene oder Kleinkinder, eben von der heutigen Hintergrundbelastung ausgehen. Da wird aber natürlich auf EU-Ebene auch relativ wenig gemacht. Also der Gesetzesrahmen und die Anforderungen, die es dann für Hersteller von Produkten gibt, die sind einfach völlig unzureichend. Und oftmals, wenn es Vorschriften gibt, wie beispielsweise zu Spielzeug, ist die nationale Marktüberwachung, die Rechtsdurchsetzung so unzureichend, dass eigentlich ganz viele Produkte im Binnenmarkt zirkulieren, die auch den Minimumstandards nicht entsprechen. Die EU hat ja ein Schnellwarnsystem, das heißt RAPEX. Das steht für Rapid Exchange of Information on Dangerous Products. Und wenn man sich die Meldung von 2013 anschaut, dann waren ungefähr 500 Meldungen von 2000 insgesamt, die sich auf Chemikalien in Produkten bezogen haben, von Verbraucherprodukten.
Allerdings sagt es relativ wenig aus, wie sicher denn die Produkte im Binnenmarkt eigentlich sind, weil man nicht weiß, wie viele Produkte, Einzelprodukte stehen denn hinter diesen 2000 Meldungen. Die beziehen sich immer nur auf einen Fall, was die Mitgliedstaaten jetzt beispielsweise gefunden haben, zum Beispiel ein Spielzeug mit Phthalaten drin, aber wir wissen nicht, ob von dem Spielzeug im Binnenmarkt 500 gehandelt wurden oder 50.000 oder mehr. Deshalb kann man da relativ wenig dran erkennen. Nur an der Anzahl der Meldungen, die ja auch hoch bleibt und über die Jahre auch gestiegen ist, gehen wir schon davon aus, dass einfach viel zu viele gefährliche Produkte den Verbraucher erreichen und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Ich kann jetzt leider das nicht zeigen, weil wir die Präsentation nicht haben. Wenn man auf die Seite von der Stiftung Warentest geht und einfach mal in der Suchfunktion auf der Website das Wort Rückruf eintippt, dann kann man sehen, dass da Produkte mit den unterschiedlichsten Fehlern gelistet werden, die rückgerufen werden. Beispielsweise Weinflaschen, die auseinanderbersten können, Strangulationsgefahr für Kleinkinder von der Wandlampe, Listerien in geriebenem Käse oder Ausfall von der Bremsanlage oder sowas. Also es ist schon, dass in allen Bereichen Verbraucher eigentlich mit gefährlichen Produkten in Berührung kommen können. Und das erwarten eben viele Verbraucher auch nicht, weil schon oftmals das Vertrauen offenbar in die Hersteller relativ hoch ist. Wenn man sich die Ergebnisse von den Verbrauchertests anschaut, also zum Beispiel was die Stiftung Warentest macht, was wir immer sehr interessant finden, ist, dass wenn gefährliche Chemikalien gefunden werden, dann werden die eigentlich meistens nicht in allen Produkten gefunden, in der Kategorie, die getestet wurde. Und ganz oft hat auch der Preis offenbar gar nichts damit zu tun, ob ein Produkt wirklich gut ist oder nicht. Und deshalb sagen wir immer als Argument, okay, man kann diese Produkte ohne die Chemikalien herstellen. Das ist uns für uns das Wichtigste, was das Untersuchungsergebnis gezeigt hat. Man muss nicht diese oder jene Chemikalien im Produktionsprodukt der Prozess verwenden. Und das geht natürlich dann auch so weit, dass bestimmte Produkte, auch wenn es gesetzlich nicht verboten ist, den Verbrauchern empfohlen wird, einfach nicht zu kaufen, weil es inakzeptabel ist, die eben mit gefährlichen Chemikalien dann herzustellen. Generell denke ich, dass die Verbraucher eigentlich relativ verunsichert sind. Sie wissen eigentlich auch nicht mehr, welche Produkte sie aussuchen können. Früher hat man beispielsweise immer gedacht, ja okay, bei Spielzeug, dann nimmt man vielleicht Holzspielzeug, aber da gibt es natürlich auch Tests von der Stiftung Warentest, die gezeigt haben, dass Holzspielzeug auch gefährlich sein kann, genauso wie Plastikpuppen oder ähnliches. Und deshalb ist es natürlich auch eine gute Aufgabe für den nationalen und europäischen Verbraucherschutz, sich hier auf eine Verbesserung einzusetzen. Wir gehen natürlich generell davon aus, als Verbraucherverband, dass man hier mit freiwilligen Selbstverpflichtungen oder ähnlichen Instrumenten überhaupt nicht weiterkommt, sondern dass man da tatsächlich nur, wenn man die Gesetzgebung stärkt und die Marktüberwachung die Regeln auch durchsetzt, eigentlich erreichen kann, dass die Produktsicherheit sich in Europa verbessert. Problem ist natürlich hier, dass die EU generell nur so stark ist wie ihr schwächstes Mitglied, weil einfach im Binnenmarkt alle Produkte frei gehandelt werden können. Das heißt, wenn jetzt in manchen Häfen wie in Malta einfach keine Kontrollen durchgeführt werden können, weil das Land so klein ist, oder in Hamburg keine durchgeführt werden, weil der Warenumschlag so riesig ist, dann kommen natürlich trotzdem noch sehr viele gefährliche Produkte in den Binnenmarkt. Im Moment würde ich sagen, dass es in Brüssel eigentlich innerhalb der Kommission relativ wenig Absichten gibt, das Niveau zu verbessern im Verbraucherschutz. Also gerade wenn man sich bestimmte Kategorien anschaut, wie Spielzeug beispielsweise, da hat Deutschland jetzt auch einen Rechtsstreit mit der EU-Kommission in der Frage, welche Grenzwerte für Chemikalien dann eigentlich angewendet werden sollen. Jetzt habe ich gehört, dass Sie gestern schon eine Diskussion über TTIP hatten. Das ist natürlich auch was, was den Europäischen Verbraucherverband im Moment sehr stark in allen Bereichen beschäftigt. Weil man kann schon sehen in der EU bei der Rechtsentwicklung, dass oftmals die Mitgliedstaaten, die besonders ambitioniert sind, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, um das Schutzniveau auch hier in Europa anzupassen. Weil in dem Moment, wo beispielsweise Dänemark, Frankreich und Deutschland anfangen, bestimmte Chemikaliengrenzwerte einzuführen für Verbraucherprodukte, muss die Kommission sich damit beschäftigen, weil sie sonst eine Verzerrung im Binnenmarkt haben. Und ganz oft kommt man dann eben zu einer Lösung, wo sich dann auch das Niveau für die anderen Länder verbessert. Deshalb denken wir eigentlich, dass sozusagen eine Abweichung im Niveau der Gesetzgebung auch immer ein wichtiger Impulsgeber war in der Vergangenheit für die Produktsicherheit. Ja?
Ich habe nochmal eine Frage zu dem, diesen Standards. Also wenn man jetzt, also wie da die Lage mit der WTO ist, also wenn man jetzt sich darauf einigen würde, dass bestimmte Produkte mit bestimmten Inhaltsstoffen nicht mehr importiert werden könnten, wäre das WTO widrig oder wäre das eigentlich machbar? Das kommt darauf an, wie das dann gesetzlich ausgeführt ist, aber ich denke, dass es schon machbar ist, weil beispielsweise die EU natürlich auf der Grundlage von den Verträgen auch schon das Schutzniveau festlegt, genauso wie auch bestimmte Nationalstaaten darüber hinausgehen können. Und in der EU ist ja auch in den Verträgen das Vorsorgeprinzip festgeschrieben. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, was beispielsweise in den USA im Rahmen der Gesetzgebung nicht besonders als Prinzip anerkannt ist, was natürlich auch eine Sorge für uns ist. Ob es da sozusagen einen Einfluss auf das Niveau des Verbraucherschutzes geben kann durch das Freihandelsabkommen. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht Fragen oder sollen wir schon in die Diskussion einsteigen? Oder, gibt es Fragen direkt zu dem Vortrag? Dann denke ich, sollten die jetzt gestellt werden. Ansonsten. Ja, offensichtlich. Ich offenbare jetzt eine ganz furchtbare Bildungslücke. Sind die Leute... Genau. Mikrofon? Nehmen wir alle das Mikro, versuchen wir uns anzuhören, das ist einfach komfortabel für alle. Ich bin mir der Bildungslücke bewusst, die ich jetzt gerade offenbare. Es geht mir um die Frage, ob Leute heute viel schlimmeren, viel mehr gefährlichen Chemikalien ausgesetzt sind, als beispielsweise in den 50er Jahren, wo noch mit Asbest gebaut wurde. Das ist eine sehr schwierige Frage und ich muss sagen, ich weiß es auch absolut nicht. Was wir wissen, ist halt, dass absolut auch natürlich sich explosionsartig die Anzahl der Chemikalien vermehrt hat, die als am Markt erhältlich sind. Also man geht davon aus, dass um die 100.000 Chemikalien kommerziell verwendet werden. Wie gesagt, die Sicherheitsbewertung schaut sich ja auch diesen Chemikaliencocktail nicht an. Und vielleicht wird die andere, die Referentin nach mir, auch noch was dazu sagen. Viele von den Chemikalien geht man davon aus, dass sie zum Beispiel auch das Hormonsystem stören können und dass auch Kleinstmengen schon bestimmte Effekte haben können. Und das kann natürlich schon auch große Gesundheitsauswirkungen auf Ungeborene beispielsweise haben. Man geht also heutzutage davon aus, dass diese hormonell wirksamen Substanzen zu Defekten führen können, die sich erst in späteren Lebensphasen zeigen, wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit oder Krebs oder ähnliches. Und deshalb ist das schwer zu sagen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch heutzutage eine bessere Datenlage und ein besseres Reporting über Krebs und so weiter. Aber es ist natürlich auch so, dass die Zahlen hochgehen. Auch in den USA beispielsweise schaut man sich jetzt gerade an, dass auch Formen von Autismus zum Beispiel sehr viel häufiger sind als vor Jahren. Und da gibt es schon Wissenschaftler, die eben davon ausgehen, dass dieser Chemikaliencocktail da mit maßgeblich dafür verantwortlich ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass es wohl offenbar die Möglichkeit gibt, wenn die Chemikalienexposition hoch ist im Körper, und es gibt ja auch bioakkumulative Chemikalien, dass bestimmte Gesundheitsdefekte sogar quasi mit vererbt werden können. Das heißt, die haben zwar eigentlich keinen Einfluss auf die, auf den Genpool, aber die Ausprägung kann sich dann sogar noch in der Enkelgeneration mit einem Einfluss auf den Gesundheitszustand haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob wir nicht auch irgendwie in den nachfolgenden Generationen eigentlich durch die Umweltbelastung möglicherweise immer kränker werden. Ja, direkt dazu. Also Hiltrud hatte ja gestern schon darauf hingewiesen, dass ihrer Meinung nach einfach die Gegnerschaft zur Chemieindustrie, die massive Interessen daran haben, dass zum Beispiel Kriterien für endokrine Stoffe, die hormonähnlichen wirksamen Stoffe, dass die nicht festgelegt werden. Die Kommission hatte eigentlich die Aufgabe, bis Dezember 2013 diese Kriterien festzulegen, hat es aber nicht getan und eigentlich ohne rechte Begründung. Also dann heißt es, man braucht mehr Untersuchungen und so weiter. Aber sie ist ihrer Arbeit nicht nachgekommen. Und solange es keine Kriterien gibt, weiß man eben auch nicht, welche Chemikalien man aufgrund dessen, dass sie endokrin wirksam sind, verbannen darf, also verbieten kann. Und da werden wir sicher von Anne noch mal was dazu hören. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Fragen. Ich mache mal rüber. Ich wüsste gerne, wie das dann konkret läuft. Also zum Beispiel Schweden hat ja jetzt BPA in Konservendosen verboten. Wie
wird sowas denn wahrgenommen? Wird das dann der neue Status quo, dessen was gefordert wird? Oder ist das dann einfach immer so ein gutes Vorzeigebeispiel, dass die es ja machen können? Also wie wird so ein Vorangehen dann tatsächlich auch als Treiber wahrgenommen und wirklich auch als machbares und gangbares Beispiel dann propagiert? Also wie läuft das dann in der Realität? Also hier in Brüssel, bei fast allen Sachen, wo es eine sektorspezifische Gesetzgebung gibt, also beispielsweise Kosmetik, Spielzeug oder auch Lebensmittelkontaktmaterial, hat die Kommission mit ihr unterstützt von Ausschüssen, wo auch dann die Experten aus den Ministerien der Mitgliedsländer sitzen und die bestimmte Fragen, die mit der Umsetzung der Rahmengesetzgebung zu tun haben, auch Entscheidungen treffen. Und ganz oft ist es natürlich schon so, wenn, wie ich eben sagte, dass es halt unterschiedliche Ansätze gibt, es eine Notwendigkeit gibt, sich hier in Brüssel zu einigen. Manchmal ist es dann nicht wirklich auf dem Niveau, wo der Frontrunner-Staat sozusagen das Niveau gesetzt hat. Die müssen dann beispielsweise sogar ihr eigenes Niveau manchmal ein bisschen nach unten anpassen. Aber es ist oft so, dass es auch wirklich ein Impulsgeber ist für eine europäische Lösung. Bei den Konservendosen weiß ich im Moment gar nicht, ob da was gemacht wird. Was ein Beispiel allerdings ist, ist Bisphenol A in den Kindertrinkflaschen. Da hat ja sogar die EFSA vor Jahren immer gesagt, naja, Bisphenol A ist ja eigentlich nicht so schlimm, wenn man da die täglichen Grenzwerte einhält. Und dann hat man auf der Grundlage vom Vorsorgeprinzip, weil auch ganz viele NGOs sich dafür eingesetzt haben, schon gesagt, okay, in den Babytrinkflaschen verbieten wir das. Und gestern habe ich gesehen, dass es auch jetzt anders klassifiziert wurde. Also Bisphenol A ist jetzt offenbar doch anerkanntermaßen mehr schädigend, als man das vorher noch dachte. Und das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Bei vielen Sachen kann man ja auch keinen sicheren Grenzwert festlegen, obwohl heute immer noch in der Regulierung davon ausgegangen wird. Was generell ein ganz großes Problem ist, in meinen Augen, ist, dass die Marktüberwachung nichts macht, wenn sie keinen Grenzwert hat, den sie kontrollieren kann. Weil die wissen da nicht, was gefährlich ist. Es gibt einfach so viele Chemikalien, wenn die jetzt irgendwas messen, dann sagen die, aber in Milch oder in der EU-Gesetzgebung und auf nationaler Ebene steht ja nichts drin. Also eigentlich darf ihr das ja jetzt verkaufen. Auch wenn es nicht viele Studien gibt, die halt eben sagen, dass es krebsauslösend sein kann oder andere Gesundheitsschädigungen. Was hier in Brüssel beispielsweise auch überhaupt nicht geregelt ist im Bereich Chemikalien im Moment oder sehr schlecht nur, ist eigentlich alles, was mit Nanomaterialien zu tun hat. Und wir haben auch vor ein paar Jahren im Internet so eine Recherche gemacht, da war es so ein richtiger Hype, also es haben ganz viele Hersteller und Händler eigentlich mit so Nano-Behauptungen geworben. Also die haben dann gesagt, Nano-Shampoo, Nano-Silber in Socken, antibakteriell, alles. Und wir wissen nicht, also wir gehen davon aus, dass vielfach diese positiv deklarierten Wirkungen von Nanomaterialien im Moment sowieso nicht beweisbar sind von den Herstellern, weil wir haben denen mal ein paar Briefe geschickt und gefragt, na, wie würden sie denn ihre Behauptung hier mit wissenschaftlichen Studien untermauern? Und da kam eigentlich in 75% der Fälle gar keine Antwort, wie sie denn überhaupt zu der Nanobehauptung kommen. Aber hier in Brüssel wird natürlich im Moment auch gar nichts geregelt. REACH hat keine Definition, was sind denn eigentlich Nanomaterialien? Und im Bereich Lebensmittel und Kosmetik ist es eigentlich schon gefordert, zum Beispiel bei Kosmetik muss seit letztem Sommer Nano in der Zutatenliste angegeben werden, aber wir wissen nicht, auf welcher Grundlage die Industrie die Deklaration macht. Es gibt zwar eine Definition in der Kosmetikrichtlinie, was Nano ist, aber die ist so unbrauchbar, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass sie den Verbrauchern auf der Grundlage gute Informationen geben. Und da passiert hier in Brüssel gar nichts. Also es wird auch gerne immer ausgeschoben von Seiten der Industrie, dass man Argumente bekommt, ja, das ist nicht messbar und eine Definition ist nicht umsetzbar und deshalb machen wir doch eigentlich lieber im Moment gar nichts. Und das sind natürlich auch neue Formen von Chemikalien, die sehr viel reaktiver sein können und die natürlich auch zu neuen Gefährdungen führen können. Ja, mein Eindruck ist dann manchmal, dass es auch auf die Verbraucher abgewälzt wird. Also wir hatten ja gestern Fox Talks, wo der BUND eben dieses App entwickelt hat, um an Kosmetikprodukten im Geschäft schon testen zu lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie er das gestern noch vorgestellt hatte. Genau, ja. Und das heißt, wenn die Kommission nichts festlegt und die Kriterien von sich aus nicht verbietet, dann sozusagen ist es Aufgabe des Verbrauchers, sich selbst zu schützen. Gut, es gibt jetzt einfache Anwendungen, die auch Spaß machen, wenn man sich dafür interessiert, aber es wird möglicherweise dann keine breiten Wirkung haben, während wenn man das Ordnungsrecht anwenden könnte und einfach in der Lage wäre, es zu verbieten, dann würde gewisse Inhaltsstoffe eben auch nicht mehr in Produkten sein, die unmittelbar über die Haut aufgenommen werden können.
sehe jetzt gerade keine Meldung. Also sonst nichts kommt. Es sei denn, meine Frage ist im Grunde einfach nur, das ist schädlich. Trink dich besser Trinkwasser aus der Leitung. Das kann man so nicht sagen. Also ich arbeite nicht zu Lebensmitteln, aber ich habe beispielsweise vor 2 Wochen eine sehr gute Untersuchung in Bezug auf Frankreich gesehen, weil die natürlich auch sehr viele Pestizideinschlag haben in den Gebieten, wo Weinanbau ist oder sehr intensive Landwirtschaft betrieben wird. Und die haben einfach halt rausgefunden und haben gesagt, naja, man muss eigentlich die Analysen sich angucken und im gleichen Gebiet, wo man lebt. Also bei denen war es wohl so, dass es teilweise mit Trinkwasser wirklich sehr, sehr erhöht sein kann. Auch andere Sachen, Nitrate beispielsweise, und dass man das doch Kleinkindern beispielsweise nicht geben kann. Also gab es ganz viele Kitas, die einfach auch Leitungswasser den Kindern gegeben haben, was wohl offensichtlich nicht die beste Lösung ist. Hier in Belgien hat man natürlich auch meistens keine Wahl, weil Plastik ist hier irgendwie, die kennen kein wirkliches Pfandsystem. Ich kenne 1, 2 Supermärkte, wo man es schafft, Glasflaschen zu holen, die man dann auch zurückgeben kann. Da kann man vielleicht in Deutschland noch ein bisschen besser gucken, was man da hat. Und da sind wir schon bei der Kreislaufwirtschaft, weil es mag ja sein, dass es vom Verbraucherschutzgedanken, also von den Inhaltsstoffen des Mineralwassers, unschädlich sein kann, sofern man die Flasche nicht heiß erhitzt oder sehr abkühlen lässt und so weiter. Es ist sicher noch was anderes, wenn man das Mineralwasser in der Plastikflasche zum Beispiel im Auto liegen lässt und auf sehr hohe Temperaturen aufheizen lässt. Dann ist es meiner Meinung nach mit bestimmten Plastikflaschen nicht mehr ausgeschlossen, dass auch Inhaltsstoffe, schädliche Chemikalien in das Lebensmittel übergehen. Aber vom Kreislaufwirtschaftsgedanken ist es natürlich schon schädlich, weil ich meine, jede Plastikflasche, auch wenn sie recycelt wird, ist letztendlich Plastik. Und ob alle recycelt werden oder ob sie dann doch im Restmüll landen, also man kann ja nur gucken, es gibt auch dieses Programm im Europaparlament, dass man Müll trennen soll, wir hatten das gestern schon, wie weit wird es umgesetzt? Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Kreislaufwirtschaftsfrage in Deutschland derzeit nicht mehr so aktuell ist wie vor 20 Jahren, als man noch diskutiert hat, grüner Punkt, ja oder nein. Also was nicht hergestellt ist, hat auch nicht die Herstellungsindustrie und die Verpackungsindustrie zur Folge gehabt. Die wussten schon, warum sie den grünen Punkt in Deutschland unbedingt einführen wollten, weil das hat ja die Verpackungsmenge nicht reduziert. Und die Maßnahmen, die eigentlich folgen sollten, zum Beispiel wenn der Mehrweganteil nicht erhöht bleibt, aber jetzt weiche ich dann wirklich schon zu weit ab, das haben wir ja als allerletztes Thema, die Kreislaufwirtschaft, vor der Kommission noch, also jedenfalls kommen wir auf dieses Thema nochmal zurück. Ich meine nur, wenn man es natürlicher haben kann und vom deutschen Trinkwasser, denke ich, kann man das in vielen Bereichen dann einfach sagen, dass es so gut kontrolliert ist, dass es besser wäre, es zu benutzen als abgefülltes Wasser in Plastikflaschen, dann finde ich, soll man die natürliche Variante bevorzugen und die Wahlmöglichkeit haben, weil das war ja noch der andere Punkt, so mache ich jetzt nochmal einen ganz kurzen Rundumschlag. Beim Essen haben wir das ja genauso, wir haben die Wahl nicht in Kantinen, ob man wirklich vegan isst oder essen kann. Wenn man darauf angewiesen ist, in irgendeiner großen Organisation zu arbeiten, wo es eine Kantine gibt, ist es wirklich schwer, sich zu ernähren. Und sogar im Bundestag und auch im Europaparlament. Also natürlich wird jetzt immer ein vegetarisches Gericht angeboten, aber was ist das für ein vegetarisches Gericht? Und es gibt ein vegetarisches Gericht und es gibt 5 Fleischgerichte. Oder 4 Fleischgerichte und 1 Fischgericht. Und ja, wenn man da täglich darauf angewiesen ist, dann ist es wirklich gar nicht einfach. Ja, oder ich meine, man kann noch so gute Vorsätze haben, sowohl hier als auch in der Mongolei, Plastik, also Wasser in Plastikflaschen lässt sich nicht vermeiden, egal wie man sich anstrengt. Und das ist sicher was, wo nochmal ganz anders dran gearbeitet wird. Aussagen an Verbraucher durch Symbole, Farben oder Ähnliches,
eben auch schon als irreführend angesehen werden können. Und das würden wir gerne ändern, aber da haben wir nicht die Unterstützung von der EU-Kommission. Die wollen einfach den Sack da nicht aufmachen und sagen, wir schreiben jetzt mal ganz konkret rein, was sind denn die Kriterien für eine Irreführung. Und geben Sie das dann an die Mitgliedsverbände weiter, oder? Also das, die da klagefugt sind, alle gegen die UH oder Verbraucherzentralen? Oder wie läuft das dann? Naja, im Prinzip haben die ja eher die Fälle, wo sie klagen wollen, weil die Verbraucher sich ja auf der nationalen Ebene an die wenden. Wie ich ja gesagt habe, also Boy kennt ja als Verbraucher eigentlich niemand in Europa. Aber was natürlich gut ist, ist, wenn man das koordinieren kann, dann hat man natürlich auch in verschiedenen Ländern einen Einfluss. Und das ist schon was wir auch in der Zukunft noch stärker machen würden, dass wir gucken, in unserem Netzwerk gibt es eine kritische Anzahl sozusagen von Mitgliedern, die zusammenarbeiten wollen, weil dann wird die Industrie auch nervös. Ich habe noch eine Frage zum Stichwort Information. Da hat es nämlich gerade selber sehr schön gesagt, sie kennt niemand. Ich glaube, das Problem ist doch, dass wir hier auf einem ganz, ganz hohen Niveau komplexe und schwierige Themen behandeln, die eigentlich, glaube ich, die Mehrheit der Bürger in Europa überhaupt nicht verstehen. Und das fordert ja richtig heraus, wie eigentlich die Informationspolitik läuft. Kennzeichnungspflicht ist ja so ein bisschen das eine, aber auch das Wissen darüber, und zwar auch ein unabhängiges Wissen. Wir haben gehört, wie groß der Einfluss der Industrie auf alle Themen ist. Wir haben gehört, wie wenig wahrscheinlich noch unabhängige Forschung betrieben wird. Und das wusste ja so ein Thema sein, was für Sie auch ganz wichtig ist. Also wie informieren Sie und was haben Sie für eine Idee, wie das auch besser laufen kann? Ganz lustig, gestern kam das Thema Alu-Dosen und Deodorant, habe ich noch nie gehört. Habe ich gestern mal ganz kurz bei Spiegel Online gelesen, da war dann ein Artikel dazu, wo jemand etwas glossenartig über das Thema gesprochen hat, hat einen Selbstversuch gemacht. Mhm. Das war die erste Information, an dem ich hier im Parlament was gehört habe, aber dann sozusagen über ein öffentliches Medium. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, die Information der Bürger. Ja, also Volk hat ja wie gesagt nicht das Mandat, überhaupt zum Beispiel Verbraucherinformationsbroschüren rauszugeben oder Kampagnen zu machen, um das Bewusstsein der Verbraucher zu erweitern, weil das machen unsere Mitglieder. Man muss sich vor Augen halten, dass wir hier sind 35 Leute im Büro. Das heißt, wir haben eigentlich pro Thema oftmals nur einen Referent, haben aber sozusagen eine Kommission uns gegenüber, die 25.000 Mitarbeiter hat, die uns jeden Tag Sachen schicken, die alle für Verbraucher relevant sind. Da sind die schon auf der nationalen Ebene oft besser aufgestellt, weil es auch sehr starke Verbraucherorganisationen gibt mit verschiedenen 100 Mitarbeitern. Aber wir haben natürlich auch Mitglieder, gerade in den neuen Mitgliedstaaten, die manchmal nur NGOs sind, mit einem Netzwerk von 3, 4, 5 Freiwilligen. Deshalb ist das natürlich generell auch ein Problem, wie man das macht. Ich glaube, dass die Verbraucher schon viel über die Magazine lernen können, wie jetzt zum Beispiel das von der Stiftung Warentest, die greift ja auch verschiedene solche Sachen in den Notizen auf, also die machen ja auch mehr Informationen, nicht nur über die Produkte, die sie getestet haben, aber generell ist es natürlich schon immer ein Thema, wie kommt man überhaupt an die Leute ran, interessiert die das und setzen die das in ihrem Alltag auch um? Knüpfe ich nochmal an und mache vielleicht mal Werbung für die Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt in Berlin. Weil wir werden demnächst die Sprecherin der Verbraucherzentrale, die Geschäftsführerin in Berlin einladen. Das ist nämlich praktischerweise auch gleich die ehemalige Referentin für Verbraucherschutz aus dem Bundestag, Eva Bell. Und mit der machen wir einfach einen Termin, um auch die Verbraucherzentrale mal näher noch an das grüne Mitgliederspektrum ranzuführen, weil ich habe schon das Gefühl, also die Verbraucherzentrale hat sehr viel Macht und ist absolut bekannt deutschlandweit, hat eben auch eine entsprechende Wirkung, aber dadurch, dass sie halt auch so eine Menge an Bürgerwünschen managen müssen, ist das inzwischen auch sehr kategorisiert. Also ne, man muss sich durchwählen und je nach dem Anliegen, den man hat, eine bestimmte Nummer zu bestimmten Zeiten wählen, um dann Auskunft zu bekommen, was funktioniert, aber was natürlich schon ein Stück weit Entfernung schafft, nicht mehr die direkte Ansprache, aber zumindest wir, die wir auch in dem Bereich wirken und Multiplikatoren sind, finde ich, sollten uns da in Deutschland doch ein Stück weit auch mit der Verbraucherzentrale kurz schließen und das, wie gesagt, machen wir, ich glaube, in Juni, soweit ich das jetzt im Kopf habe, in der LAG-Umwelt und ihr könnt euch gerne auf den Verteiler setzen lassen, dann solltet ihr mir nochmal eine E-Mail schreiben, damit ich das nicht vergesse. Gibt es noch Fragen an Frau Maurer?
zu diesem Thema. Ja. Eine habe ich noch. Wie ist eigentlich die Schnittstelle zu den Bauprodukten bei Ihnen? Also Sie machen ja, Sie kümmern sich ja auch um Produkte und Chemikalien und so. Wo ist Sie auf der Ebene in Europa, auch vielleicht bei Organisationen wie Ihrer, eigentlich Schnittlinie? Oder gibt es was Vergleichbares zum Thema Bauen, Produkte in Gebäuden? Weil das Problem ist ja oftmals auch da, dass man da Chemikalien ausgesetzt wird über die Innenraumluft. Dann zu einem gelangen? Also wir machen dazu nur sehr wenig. Wir haben ein Projekt mit dem Europäischen Umweltbüro zusammen, was Kriterien für das EU-Eco-Label festlegt. Das ist so wie der blaue Engel in Deutschland. Und da gab es die Idee, Kriterien festzulegen für Gebäude. Der Prozess war nicht besonders erfolgreich. Ich glaube, sie haben es jetzt auf Bürogebäude irgendwie reduziert oder so. Aber ANEC, andere Verbraucherorganisation, die in der Normung vertreten ist, die macht mehr zu den Bauprodukten, weil natürlich da die technische Normung einen Hauptausschlag auch für das Schutzniveau gilt und die haben einige Experten in ihrem Netzwerk. Aber generell ist es natürlich sehr schwer, sich um alle Produktgruppen zu kümmern und für die Chemikalienbelastung ist es natürlich sehr wichtig, aber wir machen das leider sehr wenig. Und ANEC ist dann sowas wie Ihre, ist also auch so eine NGO? Genau, und in Deutschland gibt es ja noch bei Wien den Verbraucherrat, die ja auch Normungsperspektiven haben aus der Verbraucherperspektive. Die versuchen dann im Wien sozusagen auch die Verbraucherinteressen zu berücksichtigen. Und hier in Brüssel gibt es auch noch ein Netzwerk, was sich um die Umweltinteressen in der technischen Normung kümmert. Die heißen ECOS. Da wird natürlich auch viel mit denen zusammengearbeitet. Wir arbeiten auch hier viel in Brüssel mit anderen NGOs zusammen, mit Kiel beispielsweise oder mit dem Europäischen Umweltbüro. Ja, ganz herzlichen Dank. Kiel war das Stichwort. Leider ist Anne noch nicht da. Genau, dann kommt noch eine Frage an Frau Maurer. So sagen, sonst machen wir dann ab. Nach deiner Frage machen wir dann eine klitzekleine kurze Pause. Aber erstmal. Okay. Ja, wir haben ja gehört, dass ein großer Unterschied ist zwischen Kommission und Parlament und den Lobbyisten der Industrie, naja, Teil vom Parallelogramm und den ganzen NGOs. Also es ist wirklich erstaunlich und bewundernswert, welche Sachkenntnis und Mühe und Emotionen NGOs in diese Diskussion einbringen. Ich würde mich interessieren, wie sich die Lobbyisten finanzieren, ist klar, aber ich weiß nicht so genau, wie sich die NGOs finanzieren und wie sie schaffen, so auch Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter zu bezahlen. Also BOIC finanziert sich aus unterschiedlichen Quellen. Wir haben im Rahmen von dem Europäischen Verbraucherprogramm, was von DG Sanko verwaltet wird, eine Zuwendung, die heißt Operational Grant. Das heißt, das ist eine Minimumabdeckung, um die Möglichkeit, so ein Büro zu mieten, einen Grundstock von Leuten zu bezahlen. Aber das ist auf keinen Fall ausreichend, wenn man sich die Finanzierung von dem Verbraucherprogramm in Europa anschaut. Das ist unheimlich niedrig pro Bürger sozusagen, wenn man das zusammenrechnet. Deshalb kriegen wir von unseren Mitgliedern Mitgliedsbeiträge und dann haben wir verschiedene externe Projekte, die beispielsweise auf der Grundlage von sogenannten Service Contracts geschlossen werden. Das heißt, es gibt verschiedene unterschiedliche Direktorate in der Kommission, die quasi wie einen Werkvertrag vergeben, um Verbraucher- und Umweltinteressen und Beteiligung aus Sicht der Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Also das machen wir zum Beispiel zum Eco-Label oder zum Öko-Design. Da gibt es dann in der Gesetzgebung sogar vorgesehen, dass die Umwelt- und die Verbraucherverbände damit beteiligt sein sollten, um auch die Glaubwürdigkeit beispielsweise von bestimmten Instrumenten zu erhöhen und da die Sachkenntnis einfließen zu lassen. Das ist nicht wirklich eine stabile Finanzierung und dann haben wir noch viele Projekte, auch kleinere, kürzere Laufzeiten, die wir versuchen eben mit Stiftungsgebern umzusetzen. Aber da sind wir dann eher angewiesen auf Stiftungen, die so philanthropische Geldgeber haben. Also wir würden jetzt nicht Geld annehmen von Stiftungen, die von Industriegeldern beispielsweise gespeist werden. Ja, ganz herzlichen Dank, Silvia Maurer. Ich denke, Wolfgang, das war beantwortet, oder? Ja, wie gesagt, wir machen jetzt
Spaß. Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und euch kennenlerne und hoffe auch auf zahlreiche Fragen hier und Kommentare. Ihr seid jetzt schon 2 Tage hier und habt schon viele Vorträge gehört. Deswegen hoffe ich, dass ich euch nicht langweile. Also wenn ihr merkt, dass ich was erzähle, was ihr jetzt schon dreimal gehört habt, dann gebt mir ein Zeichen und dann reden wir über was anderes. Ne? Ja, ich bin seit 8 Jahren hier in Brüssel, genau, war vorher 4 Jahre bei Hiltrud, Assistentin hier im Europaparlament und jetzt bin ich stellvertretende Geschäftsführerin von HEAL, Health and Environment Alliance, also im Endeffekt der Umwelt- und Gesundheitsallianz. Wir sind ein Dachverband von Gesundheitsorganisationen, die eben haben unseren Sitz hier in Brüssel, bringen aber Verbände und Organisationen aus fast allen EU-Ländern zusammen und auch darüber hinaus. Wir haben auch einen Verband aus Russland, um eben an EU-Politik zu arbeiten, hauptsächlich EU-Umweltpolitik, und zwar da in der ganzen Bandbreite der Themen, wo wir wissen, die Umwelt hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Also wir arbeiten zum Thema Chemikalien, wir arbeiten zum Thema Luftqualität, Luftverschmutzung, wir arbeiten zum Thema Klimawandel, wir arbeiten auch zum Thema Energiepolitik immer mehr, weil wir merken, dass das auch ein großes Thema ist. Ihr habt vielleicht manchmal euch gesehen, wir haben letztes Jahr einen Bericht vorgestellt in Deutschland zum Thema Kohle, Verschmutzung von Kohlekraft, wie die Kohlekraft, die Kohlekraftwerke zur Luftverschmutzung beitragen, was es für Gesundheitsfolgen hat. Aber auch zum Thema Lärm. Und dann schauen wir uns an, eben welche Auswirkungen hat Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung auf solche Krankheiten wie Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder auch Infertilitätsprobleme und andere Gesundheitsfolgen. Weil wir ja auch sehen, solche Krankheiten nehmen immer mehr zu. Das kennt ihr sicher auch aus dem Bekanntenkreis. Also gerade bei Krebsraten, Brustkrebs nimmt ja sehr stark zu, auch andere Krebsformen. Und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben darüber, welche Rolle eben Umwelt spielt oder Umweltverschmutzung, steigt auch immer mehr an. Sozusagen, wir sollten da alle drüber besorgt sein und auch schauen können, was wir machen. Ich mache nochmal einen Schlenker zurück. Wir sind eben ein Dachverband hier, das heißt, wir haben nicht 27, 28 Mini-Heal-Organisationen in jedem Land, also es gibt sozusagen keinen Heal in Deutschland. Es ist ganz unterschiedlich, wir haben zum einen europäische Zusammenschlüsse wieder bei uns, wie zum Beispiel die europäischen Lungenfachärzte, aber auch den Verband der Asthmaerkrankten, die auf europäischer Ebene aktiv sind, den Verband derjenigen, die sich mit öffentlicher Gesundheitsvorsorge beschäftigen. Dann haben wir auch Frauengruppen bei uns. Wir haben aber auch dann Gruppen, die nur national aktiv sind. Zum Beispiel in Frankreich gibt es ein Netzwerk zur Umwelt und Gesundheit. Das nennt sich Réseau Environnement Santé. Und das ist auch dann wiederum Mitglied bei uns. Einfach weil wir den Austausch fördern wollen. Was passiert in Europa? Was ist hier gerade wichtig? Und wie können wir dann eben auf nationaler Ebene aktiv werden dazu oder auch auf lokaler und auf regionaler Ebene. Genau. Also im Endeffekt sind wir ein Lobbyverband hier in Brüssel. Uns ist aber immer sehr wichtig, dass wir eben den Austausch von der Wissenschaft zur Politik fördern. Science Policy Transfer, wie das so schön auf Englisch heißt. Weil es eben ja viele Studien gibt zu dem Thema, was hat Umwelt mit unserer Gesundheit zu tun. Und weil natürlich da sozusagen eine Übersetzungsfunktion vonnöten ist. Weil das kennt ihr sicherlich auch, wenn man sozusagen so eine wissenschaftliche Studie sieht, denkt man erstmal so, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Wenn sozusagen, das ist ja meistens der Titel der Studie schon sehr verklausuliert und dann die Ergebnisse auch. Das heißt, wir verstehen uns sozusagen als Übersetzer. Zum einen der, was meinen die Wissenschaftler, wenn sie sozusagen von Exposition sprechen und Assoziationen und Asthma und diesen ganzen Sachen. Zum anderen ist aber auch gerade sozusagen für Deutschland ja die Herausforderung, dass viele der Studien nur auf Englisch zugänglich sind. Und deswegen arbeiten wir auch immer mehr daran, dass wir eben Sachen auf Deutsch zugänglich machen. Und werden jetzt auch nächste Woche einen Informationsservice launchen, da komme ich aber später nochmal drauf. Dann arbeiten wir natürlich hier in Brüssel mit eben allen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen, also hier im Europaparlament, mit der EU-Kommission, mit den Vertretern der Mitgliedstaaten hier
und den sonstigen Organisationen, die sich hier ja tummeln in Brüssel. Ihr habt ja vielleicht schon darüber gesprochen, wie viele das sind. Und wir bieten eine Reihe von Informationsmaterialien an. Ich habe ein paar mitgebracht hier auf Deutsch. Ihr könnt aber dann gerne auch auf unserer Webseite schauen, was es noch an Materialien gibt zu eben anderen Themen. Weil ich weiß, dass wir heute ja speziell über Chemikalien sprechen wollen, aber wir haben auch, wie gesagt, zu der Luftverschmutzung, Lärm, sozusagen alles, was euch interessiert, helfe ich euch auch gerne weiter. Können wir auch gerne dann nachher noch besprechen, wenn ihr spezielle Fragen habt. Wissenschaft. Warum ist es wichtig? Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass bis ein Viertel aller Krankheiten und aller Todesfälle auf Umweltverschmutzung und Umweltfaktoren zurückzuführen sind. Und es gibt sozusagen auch ein reges Forschungsgebiet darüber, wie Umweltverschmutzung unsere Gesundheit beeinträchtigt. Am besten sozusagen ausdefiniert ist es für das Thema Luftverschmutzung, was ja auch schon lange ein Thema ist für Umweltpolitik, aber auch für Gesundheitspolitik. Also da kann man mittlerweile sehr genaue Aussagen darüber machen, wie sich Luftverschmutzung auswirkt auf die Gesundheit. Es gab letztes Jahr einen nochmal großen Bericht der Weltgesundheitsorganisation, wo sie sich nochmal alle Studien angeschaut haben, die seit 10 Jahren rausgekommen sind. Und da hat man im Endeffekt auch gesehen, dass es keinen Grund gibt, uns jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ja, wir haben ja schon bestimmte Umweltschutzgesetzgebung, die ist gut und ich meine, die wirkt ja auch, also bei allen Problemen, die es gibt. Aber im Endeffekt zeigt uns die Wissenschaft, dass wir eigentlich noch viel aktiver werden müssen. Weil jetzt beim Thema Luftverschmutzung ist es nämlich so, dass die Studien zeigen, dass zum einen sich schon Gesundheitsauswirkungen, Veränderungen, also müssen ja nicht immer sozusagen dann lebenslange Veränderungen sein, aber es kann ja auch sozusagen kurzfristige Beeinträchtigungen sein, dass die sich schon bei Luftverschmutzungskonzentrationen ergeben, also die niedriger sind als das, was man bisher gedacht hat. Ja? Also ihr wisst ja auch, Feinstaub ist natürlich auch immer eine Diskussion in Deutschland, dass man da gesehen hat, die Konzentrationen, wo man sagt, da gibt es eine Wirkung, eine Gesundheitsauswirkung, die sind niedrigere Schwellen, wo man Gesundheitsauswirkungen sieht. Und zum anderen ist auch bei Luftverschmutzung die Bandbreite der Krankheitsauswirkungen größer geworden. Also es ist sozusagen es gibt sehr solide wissenschaftliche Basis, dass man sagen kann, es hat natürlich Auswirkungen auf unsere Atemwege, es hat Auswirkungen auf Erkrankungen wie Asthma, wie Chronic Obstructive Pulmonary Disease, weiß gar nicht, wie es heißt. Also sozusagen eine Lungenerkrankung bei Erwachsenen, die dann auch nicht mehr, zu machen ist. Mittlerweile hat die WHO aber Beweise gefunden, dass es gerade auch für Luftverschmutzung für Kindergesundheit wirklich ein Problem ist. Und das fängt dann schon an im Mutterleib. Also wenn sozusagen die Schwangere eben schädlichen Luftkonzentrationen ausgesetzt ist, dass das dann Auswirkungen auf das Kind hat. Oder auch wenn sozusagen im frühen Kindesalter. Und das geht einher mit einem ganzen Zweig der Wissenschaft, der sich gerade mit eben so mit pränatalen Auswirkungen von Umweltverschmutzung beschäftigt und der eben auch sagt, da haben wir ein Riesenproblem im Endeffekt, weil ich meine, es gibt ja bestimmte Entwicklungsstadien für Kinder und es gibt bestimmte sensible Stadien, gerade der Fötusentwicklung oder auch in der Pubertät, und wenn da einmal das biologische Programm gestört ist, dann ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Und die Auswirkungen sehen wir dann eben teilweise erst Jahrzehnte später, wenn sich dann nämlich eben das Risiko erhöht hat, an Krebs zu erkranken oder für Diabetes oder für andere Krankheiten. Also eigentlich sehr, sehr besorgniserregend, was wir da sehen. Im Bereich Chemikalien gilt es auch, dass man eben sehr auf die pränatalen Auswirkungen schaut. Und ich wollte euch jetzt kurz verschiedene wissenschaftliche Studien dazu vorstellen und hoffe, dass ihr den auch mitnehmen könnt, dass es für eure Arbeit relevant ist. Gibt es aber soweit erstmal Fragen oder Kommentare? Ich glaube, dann die Fragen darüber nachher, weil ich habe jetzt schon noch einige auf. Okay, gut, lassen wir die erstmal rein. Gut. Chemikalien. Ich weiß, ihr habt ja auch schon gestern und heute über Chemikalienpolitik gesprochen. Ist die EU natürlich unheimlich wichtig, weil eben 80% der nationalen Umweltgesetzgebung in Brüssel gemacht wird. Und auch gerade für das Thema Schutz vor gefährlichen Chemikalien, die EU Vorreiter ist. Also sozusagen auch,
ja, ist oder war. Das können wir dann nachher mal diskutieren, inwieweit es noch so ist. Aber auch sozusagen, dass sozusagen auch die EU darüber hinausgehen konnte, was auf nationaler Ebene geregelt ist, aber auch international. Und das beste Beispiel ist REACH. Ihr habt wahrscheinlich schon über REACH gesprochen, die EU-Chemikalienverordnung. Das ist ein Vorreiter, auch wenn es viele Probleme mit der Umsetzung gibt und wenn es alles zu lange dauert. Also sozusagen, REACH an sich ist total wichtig. Ja, genau. Und im Moment tut hier ein Kampf um ein anderes wichtiges Thema, das sind die hormonell wirksamen Substanzen, die endokrinen Disruptoren. Ich glaube, die Silvia hat ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben gesagt, dass du uns dazu mehr erzählen sollst. Alles klar. Gut. Was machen sie? Im Endeffekt hormonell wirksame Substanzen. Sie kommen in eigentlich fast allen Bereichen unseres Lebens vor. Nehmen wir Bisphenol A, das hat wahrscheinlich die eine oder andere von euch schon mal gehört. Das ist ein Stoff, der eben eingesetzt wird, zum Beispiel in Kassenzettel, also sozusagen die Druckerschwärze von den Kassenzetteln enthält Bisphenol A. Also wenn man jetzt mal an der Kasse ein Ticket mitnimmt, kommt ihr mit Bisphenol A in Berührung. Wenn man Dosen kauft, die sozusagen die Beschichtung oder sozusagen auch bei Lebensmittelverpackungen enthalten auch Bisphenol A, CDs, sozusagen Pestizide können wiederum auch hormonell wirksam sein. Also bleiben wir mal Bisphenol A, sozusagen, es gibt es im Endeffekt in allen Bereichen unseres Lebens und es gab es auch in Babyflaschen, bis es die EU verboten hat. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, das war vor 2 Jahren. Und da war das auch so, dass eigentlich Kanada als erstes Land darauf aufmerksam gemacht hat und auf EU-Ebene war es auch ein totaler Kampf, dieses Verbot durchzukriegen, weil dann im Endeffekt die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde dreimal gesagt hat, es gibt kein Problem, dann mussten wir sozusagen wieder zurückgehen, dann kamen wieder neue Studien auf und das ist natürlich auch immer dann die Frage, vom Verhältnis unabhängige Wissenschaft und Studien, die eben die Industrie finanziert hat. Die Studien, die Industrie finanziert hat, das haben dann auch verschiedene Anfragen gezeigt. Hirschhund hat da auch ganz viele Anfragen zu gemacht. Die Studien, die Industrie finanziert hat, haben alle gesagt, es gibt kein Problem mit Bisphenol A, beziehungsweise es gibt kein Problem in den Konzentrationen, in den Dosen, für die es zugelassen ist. Und die unabhängigen Studien haben alle Gesundheitseffekte zeigt. Ne? Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was sozusagen Gehör und Gewicht bekommt. Ja, also Bisphenol A ist eben ein endokriner Disruptor, eine hormonell wirksame Substanz. Da gibt es noch ganz viele von. Es gibt nach Schätzung ungefähr 1000 bis 2000, die eben in unser Hormonsystem eingreifen und dann eben auch sozusagen biologische Prozesse stören oder auch schädigen und damit im Endeffekt ein Risikofaktor sind für eine ganze Reihe von Krankheiten, eben sozusagen die auch das Hormonsystem als sozusagen als Basis haben oder wo das Hormonsystem und ein gut funktionierendes Hormonsystem wichtig ist. Ich habe hier eine Liste, eine Aufzählung. Brustkrebs, Prostatakrebs, Hodenkrebs, aber auch eine Zunahme gibt es in den letzten Jahren von Hodenkarzinomen, von Gebärmutterkrebs, von Eierstöckenkrebs, von Schilddrüsenkrebs. Leider alles nicht so. Ja, tolle Themen, aber wichtig, dass wir darüber sprechen. Dann auch das Thema, was, denke ich, auch die Männer gerade interessieren würde hier. Es gibt immer mehr Berichte darüber, dass die Spermienqualität in Europa abnimmt. Also bei den Franzosen gab es eine große Studie, wo sie geschaut haben, dass sozusagen sowohl die Spermienanzahl als auch die Qualität der Spermien abnimmt. Das sieht man auch in Dänemark. Dann hat man auch festgestellt, eine Zunahme von Fehlbildungen an den Menschengeschlechtsorganen, also wenn Jungen eben mit Hodenfehlsyndrom, also geboren werden, sozusagen, wo der Hoden nicht richtig liegt und andere Fehlbildungen. Das vermutet man auch, dass da eben ein Zusammenhang besteht mit hormonell wirksamen Chemikalien, wenn dann eben die Mutter solchen Chemikalien ausgesetzt war. Und es gibt auch Berichte darüber, dass es einen Zusammenhang gibt mit Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom und auch mit Diabetes. Diabetes ist ja auch als eine sozusagen große Herausforderung für Deutschland, aber auch für unser ganzes öffentliches Gesundheitssystem in Europa. Da habe ich euch auch einen Flyer mitgebracht, der ist nämlich gerade druckfrisch. Das ist eine Zusammenfassung eines Berichts, wo im Endeffekt die wissenschaftlichen Studien analysiert werden zu Diabetes und endokrinen Strukturen.
und die halt zeigt, dass in Tierversuchen, dass es so war, wenn Mäuse eben Endokrinisation von ausgesetzt waren, dass sie dann ein höheres, dass sie schwerer waren. Und dass man also vermutet, ist natürlich sozusagen wissenschaftlich, kann man ja oft, es dauert ja ein bisschen, bis man quasi eindeutige Beweise hat, aber hier hat man halt gesehen, es gab sozusagen eine Gruppe von Mäusen, die wurden nicht Endokrinisationen ausgesetzt, eine, die wurden und die einen waren schwerer. Und dass man also vermutet, dass es eine Rolle spielt, eben auch bei Kindern, die auch immer schwerer werden und sozusagen, dass es dann eben, ich muss mal schon ein bisschen denken, weil ich es sozusagen von Englisch auf Deutsch übersetzt, dass sozusagen, weil wir alle, das Übergewicht ist ja ein Risikofaktor für Diabetes und dass sozusagen so der Zusammenhang ist. Ne? Das ist eine Erklärung. Was sagt die Wissenschaft? Habe ich euch auch mitgebracht, ist denke ich auch ganz wichtig, weil im Endeffekt wir können sozusagen, wir sind alle besorgt über gefährliche Chemikalien, das wissen wir auch aus ganz vielen Erhebungen, zum Beispiel gibt es ein Eurobarometer, wo ganz klar hervorgeht oder mehrere, dass im Endeffekt Chemikalien sind das, die größte Sorge der Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn es sozusagen um Umweltprobleme geht, ja? Also noch vor Luftverschmutzung im Endeffekt. Es gibt ganz viele Berichte zu hormonell wirksamen Substanzen, unter anderem eben von der Weltgesundheitsorganisation und von der UNO, die letztes Jahr einen ganz großen Bericht rausgebracht haben, wo auch wieder die Studien, die verfügbaren Studien analysiert werden, dargestellt und die im Endeffekt sagen, das, was wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs an Folgen und zwar aller unserer Belastung mit EDCs, mit hormonell wirksamen Substanzen. Und im Endeffekt sind diese EDCs, wie wir auf Englisch sagen, eine globale Gefahr, der wir begegnen müssen. Und das ist auch eine Sache, die HEAL und auch viele andere Organisationen hier in Brüssel und ich weiß auch in Deutschland, BUND und andere sind da auch sehr aktiv, weil eben gerade verschiedene Entscheidungen hier anstehen in Brüssel darüber, dass im Endeffekt diese Endokrindisruptoren verboten werden oder zumindest sozusagen die Möglichkeiten, wo wir mit ihnen in Kontakt kommen, dann halt reduziert werden. Das ist vom politischen her ein Thema, das eigentlich hier Brüssel schon ganz lange beschäftigt. Es gibt seit 1999 schon eine Strategie der EU zu EDCs, weil man zuerst gemerkt hat, das habt ihr, kennt ihr vielleicht auch aus eurer Arbeit, dass so viele Fische eben weiblich wurden auf einmal. Man hat gemerkt, okay, wir haben da irgendwie ein Problem, wir müssen mal schauen, was da los ist. Also sozusagen in der Natur hat sich zuerst gezeigt. Dann gab es die Strategie, die hauptsächlich dazu diente, eben die Forschung zu diesem ganzen Bereich und zu den Auswirkungen zu fördern und zu pushen. Und es gibt aber auch mittlerweile ganz klare Gesetze. Es gibt die Pestizid-Zulassungsverordnung, für die Hiltrud Berichterstatterin war, und es gibt die Biozid-Zulassungsverordnung, die ganz klar sagen, endokrine Disruptoren sind verboten. So, schön. Wir haben ganz klar Gesetze und Aussage, aber das ist im Moment der Kampf dazu. Also zum einen haben sie eben dieses Verbot, jetzt zögern sie hinaus, weil sie sagen, wir wissen ja gar nicht, welche Stoffe das überhaupt sind. Und dann wird es irgendwie recht kompliziert und dann gibt es sozusagen auch verschiedene Wissenschaftler, die das und das meinen. Also es geht im Endeffekt, oder es geht schon seit 3 Jahren jetzt dazu zu sagen, welche Kriterien gibt es, damit ein Stoff eben ein endokriner Stoff ist, also welche wirksam, welche Zusammenhänge von Dosis und welche Gesundheitsauswirkungen, also sind es Gesundheitsauswirkungen auf unsere Schilddrüse, sind es Gesundheitsauswirkungen auf unser Geschlechtsorgane, also alle diese Sachen im Endeffekt sind sie gerade dabei zu klären und leider geht es viel zu langsam voran und gerade auch vor dem Hintergrund, dass eben immer mehr Wissenschaftler waren. Also wir haben die Studie von eben von der WHO und der UNO, die haben eine Erklärung, die nennt sich Berlaymont-Erklärung, wie eben das Gebäude, wo hier die eben EU-Kommission sitzt, da haben also fast 100 renommierte Hormonspezialisten sich zu dem Thema geäußert und haben davor gewarnt, dass es eben einen Anstieg dieser hormonell bedingten Krankheiten gibt, dass wir wissen, dass endokrine Disruptoren da eine Ursache sind. Natürlich spielen solche Sachen wie
genetische Veranlagung oder wie Ernährung eine Rolle, aber wir können zumindest, also sozusagen diese klassischen Gesundheitsfaktoren können den Anstieg nicht erklären. Das sagen im Endeffekt die Hormonspezialisten. Die sagen, es muss eine Auswirkung noch von eben Chemikalien haben. Und die halt auch sagen, ihr müsst dringend was tun. Wir müssen dringend sozusagen, wir sind diesen Stoffen ausgesetzt, wir sind denen ja auch Jahrzehnte ausgesetzt. Also es ist ja auch so, wenn man heute jetzt alle Stoffe auf einmal verbieten würde, würden wir immer noch mit ihnen in Kontakt kommen, weil es natürlich auch dauert. Viele von ihnen sind ja auch langlebig, sie haben sich angereichert, ja auch in uns. Ne? Also das dauert ja auch im Endeffekt entsprechend, bis die dann wieder, bis sich wirklich unsere Belastung mit hormonell wirksamen Stoffen reduziert hat. Dann gibt es noch eine Erklärung vom Collegium Romanzini, die kennt ihr vielleicht auch, das ist ein Zusammenschluss von unabhängigen Forschern, die eben zu Krebs und zu anderen Krankheiten forschen, die halt auch angemahnt haben, dass die EU da mehr machen soll. Ja. Ich habe nur mal gehört, gibt es eine Produktgruppe, wo besonders viele Chemikalien reingepumpt werden? Also ich habe mal gehört, dass es in Kleidung, dass da irgendwie ein Drittel der Chemikalien in der Welt reingehen oder also gibt, oder ist das wirklich gleichmäßig verteilt, Nahrungsmittel und so weiter? Es ist, ich habe da keine Aufstellung gesehen, dass es bei Kleidung besonders ist, weil eben auch, ich meine, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit denen täglich in Kontakt kommen, eben über die Kleidung, über das Essen, über die Luft auch, aber du hast da mehr Informationen. Ja, Impfstoffe, die werden allen Kindern verabreicht, da ist Aluminium auch drin, wir haben vorhin über Aluminium diskutiert, also in Impfstoffen ist Aluminium und Thiomersal drin, also zum Teil noch, also Quecksilber. Naja, natürlich die Landwirtschaft, da sind wir wieder bei den Pestiziden und Bioziden und genau, also wir nehmen das dann über die Nahrung auf. Ja, oder eben auch über, Biozide sind ja auch sozusagen Insektenvernichtungsmittel, also Mückenspray, ich meine, wie viele Leute nutzen außerdem auch noch raumgefeuchte Raumsprays, also ich finde gerade bei den Bioziden ist es ja auch schlimm, was es da für eine Welle gibt. Also überall, wo Chemie gibt es mittlerweile eben diese Handwaschdesinfizierung, Raumsprays, es wird irgendwie alles halt immer schöner, frischer sein und das natürlich, sozusagen umgeben wir uns dann immer mehr mit Chemikalien. Ich wäre doch dafür, dass Anne noch mal kurz zu Ende kommt und dass wir dann öffnen. Ich sehe ganz viel Interesse und kurz. Genau. Okay, deswegen, ich will gar nicht mehr so viel sagen. Ich kriege voll überfangen. Was können wir tun? Zum einen können wir natürlich sozusagen persönlich schauen, was wir in unserem Alltag ändern können. Versuchen, so wenig wie möglich mit gefährlichen Chemikalien in Berührung zu kommen. Eben keine Raumsprays zu benutzen. Eben sozusagen so wenig wie möglich Reinigungsmittel oder biologische Reinigungsmittel, biologische Lebensmittel. Alle diese Sachen, da gibt es auch verschiedene Ratgeber, zum Beispiel die dänische Umweltbehörde hat einen Ratgeber rausgebracht für Schwangere, wo also geschaut wird, dass Schwangere eben eine besonders sensible Gruppe, was die machen können, ihre Chemikalien-Exposition zu verringern. Der BUND hat ja letztes Jahr dieses tolle App gemacht, dieses ToxFox, wo man dann eben auch Produkte scannen konnte und schauen, ob die EDCs haben, weil es haben auch total viele benutzt. Also es gibt für Verbraucher sehr viele Möglichkeiten, da selber was zu machen, aber natürlich ist auch ganz klar, es geht nicht um die Politik, weil das sind ja im Endeffekt Bereiche, da können wir sozusagen noch so gesund leben, wir kommen einfach mit den Chemikalien in Berührung, aber wir wollen ja nicht. Deswegen ist es total wichtig, dass sozusagen ihr auch aktiv werdet und andere dazu ermuntert, hier in Brüssel aktiv zu werden und eben die Kommission anzumahnen, dass sie jetzt endlich mal ihre Vorschläge vorlegt. Also zum einen für die Strategie, die immer noch überarbeitet wird, auf die wir warten, als auch für die Kriterien zu endokrinen Disruptoren, damit wir dann nämlich sozusagen mal einsteigen können in wirklich die Verbote oder auch sagen, okay, für bestimmte Anwendungen ist im Endeffekt darf man Bisphenol A nicht mehr nehmen und diese ganzen Sachen. Also es ist total wichtig, dass wir hier politischen Druck aufbauen. Damit wir das machen können, braucht es natürlich auch über die aktuellen Informationen. Deswegen habe ich euch hier ein paar Sachen mitgebracht und kann dann auch gerne nächste Woche nochmal rumschicken. Wir,
Wir werden erst launchen, sagt man das auf Deutsch? Herausbringen. Ja, genau. Also Nexo ist unser großer Starttag für eine Webseite, die wir machen, auf Deutsch zu Chemikalien und Gesundheit. Wir haben schon eine auf Englisch. Und im Endeffekt geht es da darum, dass wir die wissenschaftlichen Studien, diese Fülle von Erkenntnissen, die es gibt, auf Deutsch darstellen, damit dann eben ihr auch die auch benutzen könnt und sozusagen weiter verbreiten. Da haben wir eine neue Webseite, die ist dann nach verschiedenen Krankheiten und Krankheitsauswirkungen aufgeteilt. Und wir geben dann auch Newsletter raus zu dem Thema, wo Studien eben dargestellt werden. Und ja, ich habe hier einen Zettel, also ich würde mich freuen, wenn ihr interessiert seid, dass ihr euch hier eintragt. Okay, jetzt höre ich mal auf und jetzt. Ja, super, vielen Dank, Arno Staufer. Ich habe das Privileg, dass ich ja jetzt gerade die Moderation mache und deswegen darf ich die ersten Fragen stellen. Du hast gesprochen von der Fülle von Erkenntnissen, die du jetzt hier auch verteilst und auch hast du gesagt, wie wichtig die Politik ist und ich meine, der Grund, warum wir hier sind, ist, dass Herr Schmidt-Dreyer eben die Chemikalienpolitik in Europa wesentlich vorangebracht hat. Auch, ich kann es sagen, als ich Mitarbeiterin war im Deutschen Bundestag bei der umweltpolitischen Sprecherin, war Hilfsgut sozusagen unsere Hauptquelle, um in Deutschland grüne Chemikalienpolitik zu machen, weil einfach hier auf der EU so viel passiert und auch so viel mehr Wissen gebündelt ist, dass man im politischen Raum ganz schwer anders abgreifen kann. Wir wissen ja jetzt, dass Hildrud auch nicht mehr nochmal kandidiert und ich weiß, dass im Bundestag es schon eigentlich seit der 14. Wahlperiode, also eigentlich seit damals Chemikalienpolitikerin tätig war, niemand mehr gibt. Also das in der Wahlperiode ist hier schon lange her, ich glaube, das war 2005 oder so. Seitdem gibt es zum Beispiel im Deutschen Bundestag keinen Mandatsträger mehr, der Chemikalienpolitik macht. Und das bei den Grünen. Also ich meine, ich rede immer nur von den Grünen, bei den anderen kenne ich mich nicht wirklich aus. Meistens muss es der umweltpolitische Sprecher irgendwie mitmachen. Die anderen Bereiche werden so ein bisschen, also der VCI, der Verband Chemischer Industrie, wird so ein bisschen gepampert von den Wirtschaftspolitikern, aber die machen natürlich keinen Verbraucherschutz, also nicht in zartesten Ansätzen. Deswegen ist meine Frage an dich als erstes, wie kooperiert ihr hier mit den Europaparlamentariern? Gibt es da sozusagen eine Unterstützung? Weil ich weiß es aus dem Bundestag, dass es eine ganz große Synergien gibt, wenn man einfach mit den NGOs gemeinsame Sache macht und sich auch unterstützt. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, ja, einfach andere wissenschaftliche Studien noch zu beauftragen oder sie auch übersetzen zu lassen. Und als Information noch an euch, wir hätten natürlich wahnsinnig gerne jemanden von der Kommission hier gehabt, von DG Sanko. Die Ausrede war unter anderem, dass es niemand gibt, der Deutsch spricht. Also ich meine, dass es niemand gibt, der Deutsch spricht und jetzt zur Verfügung steht. Also das ist ja der Punkt. Also ich meine, wir wussten einfach, wann wir unsere Reise machen und ich habe mich bemüht, donnerstags oder freitags jemanden zu bekommen. Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht so ganz. Es gab auch an verschiedenen Stellen die Aussage, als es so kurz vor der Wahl und wir sind ja neutral und eine Veranstaltung. Und, also ich will nur damit sagen, die andere Frage ist, DG Sanko, habt ihr da Unterstützung? Bekommt man da das, was man eigentlich bekommen müsste? Das wäre erstmal das Erste, was ich von dir wahnsinnig gerne wissen würde. Ja, wir sammeln vielleicht. Ja, ihr sammelt die Informationen, stellt ihr die in irgendeiner Art und Weise im Internet zur Verfügung, sozusagen Open Source, einer Datenbank, die alle endokrin wirksamen Stoffe meinetwegen enthalten? Und wenn ja, wie kommt man da drauf? Zweite Frage zu dem Papier von vorhin. Das ist keine Druckerschwärze, dieses Papier ist beschichtet. Und diese Beschichtung wird in Thermodruckern quasi aktiviert und ist dann lesbar. Dieses Papier wird in rauen Mengen im Einzelhandel verwendet, auch von UPS und so weiter. Ist bekannt, in welcher Art und Weise dann in dieser Datenbank oder eurem Wissen bekannt ist, wie lange die Halbwertszeit von Bisphenol A ist? Denn sonst würde es ja bedeuten, dass über den Rohstoffkreislauf, also über die
Verwendung von Recyclingpapier diese Substanz ewig im Kreislauf mitläuft. Noch eine Frage? Ja. Ja, ich wollte. Du hast gesagt, habt ihr eine Übersetzerfunktion zwischen Wissenschaft und Politik? Inwiefern seid ihr auch sicher, dass ihr unabhängige Wissenschaft benutzt? Und dann noch genauer fragen, wollte ich gerne ein bisschen über Lärm. Lärm hat auch embryonale Schädigungen zur Folge. Und was noch wichtig ist für uns in unserem Betrieb, die Toner, was die für Auswirkungen haben auf die Luftqualität in den Arbeitsplätzen. Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Ich gebe einmal kurz an Anne zurück. Und dann machen wir die nächste Runde. Ja? Das Europaparlament war und ist total wichtig für unsere Arbeit. Also zum einen ist es ja eben die gewählte Repräsentanz von uns Bürgerinnen und Bürgern in Europa und das Europaparlament war auch immer diejenige von Institutionen, die eben gepusht hat für einen besseren Gesundheits- und Umweltschutz. Ja? Du hast Hütrud erwähnt, genau, Hütrud war da immer der Leuchtturm und gerade auch dieses Pestizidgesetz ist so wichtig, weil da gab es auch, also da war ich eben gerade hier bei Hütrud im Parlament und es gab so riesen Kämpfe darum, weil mit der Pestizidverordnung eben bestimmte Stoffe sozusagen an sich verboten sind. Also mit kleinen Ausnahmen, aber sozusagen das vom Prinzip her hat man gesagt, wir wissen, es gibt bestimmte Stoffe, die sind krebserregend, die schädigen die Fortpflanzung, die haben einen Einfluss auf die genetische Veranlagung oder sie sind hormonell wirksam und bei diesen Stoffen wollen wir uns nicht mehr damit beschäftigen müssen, in welcher Dosis ist es eben noch akzeptiert, in welcher nicht, sondern sozusagen die sind an sich verboten, die wollen wir nicht mehr verwenden. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist die berühmte Diskussion zwischen Hazard und Risk, also was ist es, eine Gefahr oder ist es ein Risiko? Und die ist zumindest in diesem Gesetz, im Pestizidgesetz als auch im Biozidgesetz, ist die geklärt. Das ist nämlich sozusagen gesagt, wir stützen uns auf so einen gefahrenbasierten Ansatz. Und die Industrie versucht natürlich immer wieder, diese Diskussion trotzdem fortzusetzen. Und das ist auch ein Grund dafür, warum es jetzt so lange dauert mit den hormonell wirksamen Substanzen, weil wir also quasi manche Diskussionen immer wieder und immer wieder und immer wieder führen müssen. Ja? Aber das Parlament sozusagen war da immer sehr wichtig. Die haben letztes Jahr auch eine Resolution angenommen zum Thema endokrine Substanzen, um der Kommission da auch nochmal Druck zu machen. Und ich weiß, dass es jetzt auch neulich nochmal sozusagen da Briefe gab. Und ich weiß, Hildrud hat ja auch mit verschiedenen Anfragen das Thema, sozusagen hält das Thema aufrecht, dass es einfach ist, dass der Druck aus dem Parlament kommt. DJ Sanko, ja, wir würden da ein paar Deutschsprachige einfallen, also, ne, ja, es ist natürlich, das ist auch Teil des Problems hier, also gut, das wird aber jetzt sehr intern, aber im Endeffekt, die Pestizidverordnung ist bei DJ Sanko, die Biozidverordnung ist bei der Generaldirektion Umwelt und da gibt es auch wahnsinnige Kompetenzstreitigkeiten zwischen diesen beiden Generaldirektionen. Wer hat da jetzt die Federführung, gemeinsame Ausschüsse, also sozusagen so ganz viele Bürokratieprobleme gibt es da auch. Wir haben auch gemerkt, okay, aber das sozusagen ist jetzt unter uns, es ist schwieriger mit DJ Sanko in Kontakt zu kommen, was eigentlich erstaunlich ist, weil ich meine, die sind sozusagen, da geht es um das Thema Gesundheit, aber die Treffen, die wir hatten, da haben sie leider dann doch auch sehr stark auf Industriepositionen rekurriert und eben nicht auf Gesundheitsschutz. Ne? Insofern ist das wirklich sozusagen alle Unterstützung, die wir da kriegen können auf nationaler Ebene, ist da total wichtig. Unabhängige Wissenschaft. Wir verstehen uns als unabhängige Organisation, wir sind auch unabhängig von Industrie oder sonst oder auch politischen Interessen. Also wir sagen, wir nehmen auch kein Geld von der Industrie zum Beispiel, wir sind finanziert von der EU sowie von verschiedenen Stiftungen und haben ein Praxisnetzwerk und wir wissen bei den Wissenschaftlern, dass sozusagen die mit uns zusammenarbeiten, dass die unabhängig sind. Also da gab es letztes Jahr dann auch mal eine große Debatte. Da gab es noch andere Papiere, die zu EDCs
veröffentlicht wurden. Unter anderem gab es dann auch ein Editorial, wo die EU direkt oder die Kommission direkt angegriffen wurde und gesagt, hier, es gibt doch, die Wissenschaft gibt sich her, dass ihr da sozusagen Verbote macht. Das ist alles noch unklar. Von, ich glaube, 18 war unterschrieben von 18 Wissenschaftlern. Und dann hat ein Journalist mal nachgeschaut und dann kam raus, dass 17 von diesen Wissenschaftlern in Verbindung zur Industrie hatten. Also das ist, ja. Aber insofern ist es ja auch das Gute, sozusagen die Transparenz gibt und das kann man rausfinden. Und, aber natürlich gibt es da bei den Wissenschaftlern ganz oft Interessenskonflikte und die werden nicht immer da. Da gibt es auch andere Organisationen, die daran arbeiten, Corporate Europe Observatory, ich weiß auch Lobbykontroll in Deutschland, dass es eben dann auch klar ist, wenn Wissenschaftler sprechen, sozusagen für wen sprechen sie eigentlich oder mit welchem Hintergrund mischen sie sich mit Daten an. Zum Thema Lärm. Ist total wichtig, ist leider auch, wenn wir uns die Bandbreite anschauen, Umweltgesundheit ein vernachlässigtes Thema, was ich total schade finde, weil ich weiß, dass es ja auch für viele, viele Leute ein großes Problem ist. Ich habe die letzten 3 Jahre ganz intensiv hier zu Straßenlärm gearbeitet, weil es ja neuen Kraftfahrzeugslärm-Obergrenzen gibt. Und da haben wir leider gesehen, dass irgendwie da auch so das Verständnis bei den Leuten noch nicht so da ist, dass es eben dann schöne Zusatzauswirkungen hat, wie das sein sollte. Also da müssen wir noch mehr Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit leisten. Ja, danke. Jetzt diese nächste Nachfragerunde ist auch die letzte Nachfragerunde an Anne, weil, wie gesagt, der Kaffee wartet. Stefan ist da, um sozusagen das nächste PowerPoint-Vortrag technisch in Gang zu bringen, wie ich hoffe. Dafür haben wir ja in der Pause Zeit. Genau, also wir machen noch eine Nachfragerunde. Ich habe dich aufgenommen und dann Norbert und Susanne. Ja? Okay, dann fangen wir an. Mit deiner Nachfrage? Doch, eben gemeldet. Ja. Ich wollte nur mal fragen, ob man weiß, wie die Umweltbelastung in diesem Raum ist. Wir sammeln wieder als nächstes Norbert. Ja, ich würde gerne wissen, inwieweit man, wenn man sagt, das Druck ausüben, die Bürgerinnen und Bürger, die uns ansprechen, als man das hier fragen, auch da, du bist der Nächste, den ich kenne, da müsste man doch mal was machen. So, das ist ja immer, ich sage ja, es gibt Petitionsausschüsse, so ähnlich, ich weiß nicht, wie es hier im Europaparlament ist. Wir haben mal in unserem Bereich in Brandenburg da einen Landespetitionsausschuss geschrieben. Wo kommt was an, möchte ich gerne mal wissen, beziehungsweise was hat überhaupt Sinn? Also ich weiß, dass der Andreas auch mal an die Kommission geschrieben hat und es kam nicht mal, trotz zig Unterschriften, nicht mal eine Rückmeldung, dass überhaupt was eingegangen ist. Deswegen wäre meine Frage, gibt es vielleicht mal ein paar Tipps, an wen man sich wendet, dass die E-Mail und die ganzen Sammlungen, die man macht, da nicht einfach verpuffen und die Leute sagen, da bringt ja sowieso nichts hier. Okay, Susanne? Könnt ihr bitte mal kurz buchstabieren, DJ Sampo, also wie sich das schreibt, wie ich das wieder im Programm S-A-N-C-O. DG ist Director General, was auf Deutsch Generaldirektion, also auf Deutsch ist es GD Sampo. Und das ist eben Gesundheit und Verbraucher zusammen. Obwohl mittlerweile haben sie es ja geteilt, dass es 2 Kommissare gibt. Es gibt ja einen Gesundheitskommissar und Verbraucherschutz. Okay. Innenraumluft, ja, das möchte ich auch mal wissen, wie die Luftbelastung ist. Das ist auch noch so ein Thema, was hier echt, was noch viel, viel mehr auf die Tagesordnung müsste. Letztes Jahr war das EU-Jahr der Luft, habt ihr vielleicht auch was zu gemacht. Da habe ich hier mit so vielen Leuten geredet und gesagt, Luft, wir können ja nicht, wir teilen ja nicht auf, sozusagen geht es um die Luft innen oder geht es um die Luft außen, wir atmen ja nur alle Luft und sozusagen, wo die schädlich für uns ist, ist ja, machen wir nicht die Unterscheidung, weil leider gibt es eben die Gesetzgebungsunterscheidung hier in der EU, ja, es gibt sozusagen einen ganzen Gesetzesrahmen für Außenluft, für Außenluftqualität, dem steht aber nicht das entsprechende Pendant für die Innenraumluft entgegen. Weil dann Leute kommen und sagen, ja, private Haushalte kann man nicht regeln, stimmt auch, aber wir sagen zumindest immer wieder, ja Leute, ihr müsst mal eine Strategie dazu vorlegen. Also es muss mal sozusagen geschaut werden, welche Faktoren, welche Gesetze haben denn Einfluss auf die Innenraumluft, also zum Beispiel Produkte, Chemikalienprodukte, aber auch jetzt die ganzen eben
Maßnahmen zur Wärmedämmung, zum Energiesparen, muss man ja auch halt aufpassen, dass man dann nicht eben mit zu viel Dämmung dann eben die innere Luftqualität verschlechtert. Das ist ein Riesenthema, was hier auch nicht so auf der Tagesordnung ist. Und wir haben zumindest aber erreicht, dass wir im 7. EU-Umweltaktionsprogramm, dass da Innenraumluft gleichberechtigt genannt wird mit Außenraumluft und dass da sozusagen die EU auch aufgefallen ist, was zu tun. Und das ist auch eines der Themen, die wir jetzt mit der nächsten Kommission, auch im nächsten Parlament auf alle Fälle pushen werden, dass da eine Strategie vorgelegt wird zu dem Thema. Wo kommt was an? Tja, wenn ich sozusagen da jetzt die einfache Antwort hätte, wären wir alle froh. Ich glaube, man kann nur versuchen, an so vielen Hebeln wie möglich anzusetzen. Ja, und das ist dann ein Länderspiel, sozusagen, dass ihr auf der regionalen Ebene was macht, eben dann mal sozusagen über den Landtag auch mal anfragen, dass man sozusagen dann über den Bundestag was spielt, im Sinne von Anfragen an die Regierung, das pusht und dass man sozusagen dann hochbringt auf die EU-Ebene und wir gleichzeitig hier von der EU-Ebene aus auch wieder euch Informationen geben, die ihr dann regional verwenden könntet. Ich finde, die Medien sind auch einfach unheimlich wichtig. Also es ist immer wichtig, dass wir da Berichte in die Zeitung kriegen oder auch in die Blogs, Radioberichte, weil das auch hilft, eben den Druck aufzubauen. Aber es gibt nicht die eine Antwort, wie wir da am besten weitermachen. Wenn ihr da mal wenn ihr einen Brief geschrieben habt, dann könnt ihr mir den gerne mal zuschicken und dann schaue ich mal, weil das ist natürlich schon, das finde ich sehr bedauerlich, dass da nie eine Antwort kam. Also das zeigt mir dann wieder, dass eben oft die Distanz zu groß ist zwischen der EU und den entwickelten Bürgerinnen und Bürgern, dass wir da was machen müssen. Ja, danke, Anne. Wir denken, deine Kontaktdaten von Hiel werden wir auch mit rumschicken mit dem Papier. Was sagt die Wissenschaft, was können wir tun? Genau, ich denke auch, so kommt mir das manchmal an, mit unserem Nichtstun Kriterien festzulegen oder auch die Kommission Kriterien festzulegen. Für endokrine Disruptoren sorgen wir auch auf eine gewisse Art dafür, dass die Art Mensch sich nicht mehr so ungebremst reproduziert. Das war ja unter anderem auch ein Grund, warum man gesagt hat, hormonell wirksame Stoffe gehören wirklich verboten, weil sie eben da ganz eindeutige Auswirkungen haben in der Reproduktionsfähigkeit. Ja, das ist jetzt nicht passiert, das wird eben in dieser Wahlperiode auch nicht mehr passieren. Wir unterstützen natürlich, so gut es geht, auch als Grüne, NGOs, die in diese Arbeit involviert sind und die da weiter Druck machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen guten Eindruck davon, was hier als Dachorganisation macht. Und ich denke, wir müssen einfach unsere Macht auch im politischen Raum oder auch als Wähler und Verbraucher nutzen, um dort Druck aufzubauen, weil ich denke, die EU wäre schon ein guter Hebel oder auch DG Sanko, die eben eine ganze Menge Kompetenz gebündelt haben und Kraft haben, auch der Chemikalienindustrie was entgegenzusetzen, weil ich meine, da wissen wir schon, dass einige Dinge auch interessensgeleitet sind und das muss ja nicht immer so sein, zumindest ist nicht, wenn man von der Seite der Volksvertretung sieht. Ich möchte das hier jetzt leider... Ganz kurz nur eine Frage, wie kann man euch erreichen? Das habe ich gerade gesagt, dass ich die Kontaktdaten von Anne rumschicke mit den Informationen, die sie uns mitgebracht hat. Okay. Und es gibt ja nächste Woche den Relaunch, die Herausgabe, die neue Webseite auf Deutsch. Wie heißt mit die? Mit ganz vielen Sachen. Wir schicken es dann rum, weil dann klickt ihr da einfach drauf und dann seid ihr auf der Seite und dann haben sie viele Klicks und viel Erfolg. Und wir werden das natürlich auch in unseren Verteilern, das wünsche ich mir wahnsinnig auch von unseren NGO-Vertreterinnen, dass sie sozusagen die Website dann auch ein Stück publik machen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du von dieser Seite uns noch ein Stück weit Lust gemacht hast, tiefer in dieses Thema Chemikalien und Verbraucherschutz einzusteigen. Ich meine, es liegt alle in unserem eigenen Interesse. Wir sind alle betroffen. Und deswegen war das ganz toll, dass du jetzt hier warst. Ich habe euch versprochen, es gibt eine Kaffeepause.
Das ist bereits der Fall. Und Stefan sagt euch noch kurz auch was zum organisatorischen weiteren Ablauf. Nehmt bitte Platz. Also wir sind im Endspurt, wie ihr fühlt, Nachmittag bereits, ja, wir sind ganz klein im Zeitverzug, holen das aber sicher wieder auf und jetzt sind wir so derartig erfrischt und wach, dass der Vorschlag ist, dass Piotr seine Präsentation, die wir diesmal auch per PowerPoint an der Wand haben, bitte auf Englisch halten darf. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier versuche, simultan zu übersetzen, wird es nicht besser. Das betrifft also dann die Leute, die nicht so fit in Englisch sind. Aber ich verspreche, dass ich diese PowerPoint auch im Nachgang kurz zusammenfassend auf Deutsch dann auch nochmal über unseren Verteiler schicke. Ihr hattet ja gehört, dass Piotr, der fürs EEB arbeitet, für das European Environmental Bureau auch sehr gut Deutsch versteht, dass er nur unsere Präsentation auf Englisch vorbereitet hat, weil ne, das ist halt seine Arbeitssprache. Und wir hören dann jetzt Vernetzung der europäischen Umweltverbände und die Abfallfrage, End-of-Life-Strategie. Das heißt, wir haben jetzt das Kreislauf-Wirtschaftsgesetz und verschiedene andere urgrüne Themen, Recycling und Umweltschutz. Und genau, die Nachfragen nachher könnt ihr natürlich selbstverständlich auf Deutsch setzen, stellen. Falls es dann nicht 100% ankommt, ist es sehr leicht, das nochmal auf Englisch zu übersetzen. Und ich würde jetzt sagen, dass in Anbetracht der Zeit ich dir einfach das Wort erteile und du einfach anfängst, uns deine wunderbare Präsentation hier zu geben. Und herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Vielen Dank. Guten Tag. Ich danke für die Einladung. Und ich entschuldige, ich werde Englisch sprechen, weil ich habe Fragen. Ich war lange Zeit flüssig auf Deutsch. Ich habe in Bremen studiert, aber wirklich jetzt, das ist nicht mehr das. Also, I will speak in English, if you don't mind. But you can ask questions in English, I try to understand. Yeah. In German, yeah. In German, in French also. I don't know what happened. Yeah. Okay, let's see. Yeah, I've heard you had already quite a lot of nice presentations and from other staff also about toxicity and all this nasty stuff that today's economy is feeding us, and we as the EEB, European Environmental Bureau, I represent today this organization, we try to change the dogma of a bit of the economy, and especially in the resource efficiency and waste policies which are core of not a core but one of the solutions for a greener economy. I work as a policy officer for waste but also for air quality. Waste, but we get it in a more general picture as a resource efficiency, as it is a solution that Europe needs to address now to have more better resource access. EEB, we are the federation, the biggest European federation of national NGOs dealing with environment. We have also German members, but as you see, we have members all around Europe and beyond. Also, we go a bit outside as well. We participate in global negotiations as well. But the waste the waste directives and policies that I'm going to talk about now is something really European that we want to address today during these 2 years. Because why we want to address these days? Because actually, European Commission is creating a proposal of the review of waste directives, landfill directives, and packaging waste directives. I will not speak too much about legislation
I think there are more interesting issues to talk about, but if you wish, we can move more into that. Why resource efficiency? Today we see that there is some austerity measures in Europe, and during austerity measures, the environmental policies are very often at the last priority. Yeah, we think about job creation, we think about reducing costs, and environmental policies are often a burden, as what the industry says, and some governments and authorities, local authorities. But we think this is a huge mistake. Resource efficiency is actually one of the solutions. It takes the burden of landfills out, and job creation. Job creation is really huge. As EEA, European Environmental Agency, accounted that around 400,000 jobs would be created if the 50% recycling target would be achieved. 400,000 new jobs. Very often people say, the governments and local authorities that say, okay, where to get this money from? And actually we always say, the money is there, look at this bin. Look at this bin, the money is in the bin, in the rubbish. There are, today, on average in Europe, we landfill 37% of our waste. In Germany, it's not the case. In Germany, you landfill only 1%. But you incinerate, you incinerate, which means you burn, 37% of your waste you burn. But okay, in general, in Europe, we still landfill 37% of waste, and in this waste that we landfill, it's accounted that about 5 billion euros, more than 5 billion euros are landfill. Waste has its value. That's what we want to show to the, as we are lobbying organization, as advocacy. We want to, this is our one of the most important arguments. Waste is money. So more than 5 billion euros are landfill everywhere. It's every year. It's like we are throwing away money. A lot of environmental and social benefits would come together with more ambitious waste policies. Also, with today's climate change ambitions, reducing landfills means reducing GHG emissions, means reducing methane and CO2 emissions by improving recycling. We don't need to extract new raw materials, we don't need to transport them, and the production using the raw material, using the secondary materials, is releasing less CO2 emissions. And this is why I show you this this graph here. All the resource efficiency roadmap of Europe is the objective of it is to decouple the resource use from the economic growth. Using less, but still getting the economic growth higher, and it is possible by taking care of our waste. Some more maybe numbers, because I think the numbers are really quite interesting here. Only 40% on average, only 40% of waste in Europe is recycled or composted. This is not acceptable that we landfill or incinerate the money, again, I repeat. One of the important issues is also food waste here. Okay, I will tell you, I tackle a lot of different waste issues, from plastic bags, through food waste, to ship breaking, to ship recycling. So the scope is really big. I don't do, except some areas that were done some years ago, like the electronic equipment recycling. So I'm happy to answer your questions on specific waste streams, except we can go later to that. So as I said, reducing also CO2 emissions and methane emissions through better waste management. For example, aluminium, by separate collection of aluminium, we
we have to use less, 90% less energy to create new material. That's why aluminium is so costly today and so well separated. But the case is only also for other materials like PET bottles. One ton of PET bottles cost €700. One ton of mixed rubbish cost €7. You see? That these are the differences that we still have to recognize. In Germany already recognized, in Belgium, in Netherlands, in Austria, in Switzerland, you have good separation achievements, waste separation achievements. But still, in Bulgaria, Romania, Poland, my country, we still have lots of problems. It seems like we don't see, the industry doesn't see the opportunity there. So we are working not only with NGOs and governments, we are also working with industry to show them the new ways to boost the economic growth without really producing more. It's just recovering actually what we already have. This is what I show you here. Maybe you know, some of you, if you follow a bit the waste policies. This is a binding, this is a waste management hierarchy. It's a binding hierarchy that the Commission has established, and the governments should follow it in every decision. It means that they should always, as a first priority, put prevention, then reuse, and then recycling. Recycling is not always the most important thing. The most important for us, for the NGOs, for the citizens, are the prevention. Because through prevention of producing waste, generating waste, we actually already reduce the problem. We reduce the problem of transporting the waste to a recycling facility. We are through reuse. We are extending the life of the product. That's why I've read recently an article about Berlin. One association in Berlin that is actually very successful in tools exchange. Between people. People just bring the tools and they let the tools exchanged or being borrowed by other people. So we don't need to own a tool, we need the service of this tool. No? For example, a drill. No? We don't need drill every day, but we can borrow it from time to time and share with other people, neighbors. This way. Recovery, it means energy recovery. It means burning waste. Yes, burning waste with energy recovery is always better than burning just to get rid of it. We get at least something, but the energy that we get from recovery, waste recovery, is really a small percent of what we would need to create the same products. This is just a waste of energy. Disposal means landfilling. It should be, and it's already agreed by the Commission that we should virtually eliminate landfilling. That is the binding, the today's trend. But we as NGO, we are also going to more developed the upper stage of this trend, which would mean reducing and conserving materials means refusing. Encourage producers to provide producers of packaging that limit waste. Return. These are the systems which works very well in Germany, the deposit return systems of PET bottles. But I tell you, it's not the case everywhere. Very important thing is to reduce toxic use. I think Nana maybe said something about that. A lot of products contain toxics, endocrine disruptors, which are just unacceptable, but a lot of recycler industry is telling, okay, we are going to recycle, it's a good thing, but those products already consist some toxics. So what we do good thing, recycle, but even if it's toxic, you see, this is quite a difficult thing that we have to tackle, that a lot of products have those toxics, endocrine disruptors, brominated flame retardants, and we first have to get rid of them and then recycle. We cannot just continue recycling something that is toxic because we say, okay, recycling is good, so
better to recycle than to landfill. But what we say, no, get rid of all the products. Use alternatives, and there are, maybe I will speak later, yeah, about the economic incentives, how to actually phase out those toxics and to go into more sound environmental production. I speak about production and eco-design. Why? Because when we think already, eco-design is a new legislation at the European level, they're tackling product policies, because we always say that only already in the design stage of the product you can already reduce up to 80% of their environmental impacts. So it is already there when you have to think about what will happen with this product at the later stage or at the end of life stage. Products have to be designed in a way that they can be repairable, that can be recyclable. If something is today not recyclable, and there are things like that, and this is always the argument from the industry, but yeah, they say not everything is recyclable, so we have to landfill, or we have to burn, but it's not the case. If something is not recyclable, it is just very badly designed. The example for that is, I give the plastic bags example, which could be recyclable, but they are just very light. It's not worth to an effort to separate and collect it. It's just we use petrol to produce them, but we use them only for a couple of minutes when we take this shopping bag home. This is a bad design, and things have to be designed better. That's why we also work on this eco-design, eco-labeling policies. I wanted actually to speak more about this travel, because it's really important. We are going this year in June. There will be a European Green Week, Green Week organized by the Commission, and the theme of this is circular economy. That's why we are also trying to enforce all the NGOs to work on waste, to focus on waste this year. Focus on resource efficiency, circular economy, because this is the second stage of this triangle. Only by circular economy, where one producer can reuse the waste of other producer, and then on the end of life of this product, the other producer can actually use it. You can maybe find some already examples that show you that some waste for somebody is a product for somebody else, and it's the case. The idea is to find those places, those opportunities, and use them and create also incentives that those industries that will use waste of somebody else, that will take this effort instead of going into to Africa and take the resources, the raw resources, that those industries should be actually awarded. And there are economic incentives like that. I will tell you something about this later. Then the products should be designed for their sustainability and take back. Everything what I say here has to be also backed by good methodology and labeling. Today we see that one product is said to be eco in one country, but this label doesn't exist in another country, and with the free movement of goods, this is quite difficult to measure what is going where and how to assess whether this product is really eco or not. So one European methodology for labeling should be also given here. Reuse means also repair. How to encourage the repairing of products, how to disencourage the plant obsolescence. Plant obsolescence is an industry marketing tool that gives an impression that you have to change your product because one, it's broken, it was planned to be broken in certain time, just after the warranty,
Or it is, yeah, this is happening, this is also quite heavily discussed in the economic and social committee. It's more social thing that you get the impression that your phone is not anymore new, so because there are so many new with new features, and this is also a marketing tool. How to tackle this? You know, when thinking about this, we know that we may enter a very fragile area of freedom, of design, of trade, freedom of trade. So this is quite a difficult thing, but we believe that through awarding those companies that are really trying to get sound environmental production, we can get there. We can get to better consumption and production patterns. Like leasing, for example, is also an interesting thing. You don't need to own a copying machine. You just need the copies, right? So why not to lease that from a company and use it and pay for each paper that you print? But the company is always responsible for repairing, for taking back when it's already broken. But the interest of the company is that this machine will never break, because otherwise they will have to pay for repairing that. So this new consumption pattern is that you are not an owner. You are just leasing something, borrowing from the company, and you pay a yearly fee. Okay. This has double or even triple benefits from the consumer, for the consumer, producer, and the environment. Recycling. We can divide through inorganic material and organic composting. Bio waste is very often today, I don't know in Germany what's the situation, but bio waste, separate collection of kitchen residues or agriculture residues, and to use this as a very valuable material for composting. In Belgium here, and also in Netherlands, we have quite good composting, industrial composting facilities, where they separately collect bio waste and they turn it into very good quality compost and sell it for a good price. It's a good case. Okay, that's great. It does not only reduce the amount of waste, it does not only give a good material for composting, but also what's very important, it makes the waste streams pure, because very often in the households, that's the bio waste that really damage the quality of waste, therefore it's very difficult to recycle. Even good paper, good plastic. When it's dirty because of the bio waste, then it's not useful anymore. Okay, there are really lots of things to talk. I will skip. Yeah. 7 minutes. Yeah. Only. That's fine. Okay. let's move on then. Eco-design, we find it as a linkage really between producing and waste stage. It exists already in energy-related products, but we want to reinforce that packaging industry, because it really the packaging is mostly plastic, and they don't have very binding essential requirements these days. But they could be designed in a better way that they do not generate unuseful waste. They are returnable. They are okay, reusable. Actually, that is the most important. Extended producer responsibility. This is this economic incentive that creates a relation between the consumer and the producer and the waste management organization. That the producer is already at the selling stage, already has to pay a fee for a disposal of this product. That gives us quite a good new opportunities to modulate the product. When, for example, I'll just give an example, that if the producer takes this effort, and sometimes it takes also more money,
to produce a product that is reusable or is recyclable or does not contain toxins, then he may be awarded by lower EPR fees. But the one who is using toxins in his products will have to pay higher EPR fees. So, economic logic here. The one that is having this higher EPR fees will try to design this product using alternatives, and this way having lower EPR fee. So differentiated EPR fees. Taxation for landfilling, taxation for this incineration. This relates only to plastic, because I used it from another conference that I had to speak on plastics, but it actually relates to in general, in waste. When we think about waste, we have to have these three R's in mind: reduce, reuse, and recycle. They must not contain substances that unduly endanger human health, environment, and quality of recycling, because in the end, we are going to damage recycling if we use substances that damage, that are toxic. All the range of products should be better labeled, should be shown how to repair it, should the spare parts should be available, so the repairman can really find the spare part and repair it, which is not the case today for marketing reasons. To create a demand for recycled material. Today, sometimes it's maybe easier to just use the petrol, the raw material, to create plastics. But if we make an obligation that plastics will have to use already recycled material, then we create this demand. Then we create the recycling industry better economic situation. Yes. Also, the problem is very often today that because we generate a lot of waste, tackling waste is also expensive. In this way, in landfilling is easy, but if we want to recycle, reuse, it costs money. So sometimes it's easier today to send waste to Africa or to Asia somewhere to burn it there. And that is also what happened a couple of days ago here at the European Parliament, thanks to Greens also. That very strict waste shipping regulation was introduced, so that those ships sending waste will be controlled much stricter, and that some kind of certification scheme will be established. That okay, we can send something to Morocco, but only that when we know for sure that this facility in Morocco is treating this waste in a environmentally sound manner. Well, there's really lots of things to talk, but I will maybe ask you to for your questions. So thank you for your tour so far. So we have just 10 minutes for questions, and I switch to German again. Ich nehme gleich die Fragen auf. Danke ganz herzlich, dass du uns diese Präsentation gegeben hast. Die schicken wir auch rum. Wir haben jetzt einiges nochmal vor Augen geführt bekommen. Wir haben gelernt, das Geld liegt im Müll. EU-weit werden noch immer 5 Milliarden Euro unter die Erde gebuddelt, deponiert. Das haben die Deutschen schon ein Stück weit besser im Griff, weil in Deutschland sind es nur 1%, die deponiert werden. Nichtsdestotrotz kann aufgrund der Werte, die einfach im Müll vorhanden sind, die Recyclingbotschaft, wie es in Deutschland auch schon vielfach der Fall ist, der Partner sein beim Ressourcenschutz. Also da gibt es einfach Menschen, die Geld verdienen damit, dass sie die Kreisläufe schließen und dass sie auch vermeiden, neue Ressourcen aus zum Beispiel Afrika, hattest du genannt, zu importieren und damit Umweltschäden woanders anzurichten. Du hast gesagt, der Hauptfokus von deiner Organisation wird jetzt sein, die Vermeidung. Ich denke, also auch die Grünen haben ja immer dafür gekämpft, dass Vermeidung einfach mal das Erste ist, weil was nicht produziert wird, muss auch nicht wieder recycelt werden und so weiter. Das Problem ist nur, dass
Vermeidung mit unserem Wirtschaftssystem ja nicht wirklich kompatibel ist. Und dass, wenn wir jetzt alle naturangepasst leben würden, also nicht nur die Verpackungsindustrie echte Probleme bekommen würde, oder die Chemieindustrie natürlich auch letztendlich, sondern dass wir auch einfach eine Veränderung unseres Wirtschaftssystems damit hätten. Und es gibt einfach starke Kräfte, die das zu verhindern wissen. Nichtsdestotrotz, gerade noch von meiner Seite ein kurzer Input, es gab 2011 die Umfrage, die Grünen in Auftrag gegeben haben, also einigermaßen repräsentativ, und da war die Aussage, dass 73% der Befragten der deutschen Bevölkerung auf die Frage, was sie für den Umweltschutz tun, angegeben haben, dass sie Müll trennen. Das heißt, in der deutschen Wahrnehmung ist es so, Mülltrennung ist Umweltschutz. Ja, es kann natürlich noch viel mehr sein, aber ich weiß nicht, ob wir, also es ist natürlich nicht hinreichend, aber es ist ein Ansatz. Das heißt, die Menschen selbst wären auch natürlich Partner, aber jetzt wollen wir erst noch mal nutzen, was du hier für Wissen mitgebracht hast, was wir bisher noch nicht haben, und ich fange hinten an. Wir sammeln noch drei Fragen erstmal. Also nicht auf Deutsch oder Englisch? Deutsch. Ich übersetze sie mal auf Englisch, frage über Deutsch, damit wir es auch verstehen. Okay, sind zwei ganz kurze Fragen. Die erste Frage ist, wie die Position des EEG ist zu der Ausnahme für biologisch abbaubare Plastiktüten, die ja über das Parlament eingebracht wurde. Wie ist eure Position dazu? Und die zweite Frage gilt dem Mehrwegschutz innerhalb Europas für wiederbefüllbare Flaschen, also Reusable Bottle Systems. Was macht ihr da? Habt ihr da bestimmte Sachen, die ihr extra fördert? Oder wie ist da eure Position? Ich sehe hier nämlich nur Einwegprodukte. Und frage mich, wenn schon innerhalb der europäischen Gremien nur Einwegprodukte vorliegen, wie das dann tatsächlich durchgesetzt und gefördert werden soll. Danke. So, noch jemand? Wir sammeln. Ich werde jetzt mal Karl dran nehmen, weil du hast noch nichts gefragt, heute jedenfalls. Ja, ich würde gerne diese Zahl von 5 Milliarden, die verbuddelt werden, nochmal in Frage stellen, weil 5 Milliarden EU-weit sind nicht wirklich ein ökonomischer Faktor. So, eine Frage noch zum Sammeln. Wolfgang? Ja, mich würde interessieren, ob es EU-Hilfen auf die eine oder andere Weise für den Müllnotstand in die Arbeit gibt. Okay, so. Ob es EU-Hilfen für. Again, I didn't listen to you, sorry. Erst einmal. Also in die Arbeit gibt es ja bekanntlicherweise einmal einen großen Müllrückstau, der nicht beseitigt ist, wo alle Müll in Plastik eingepackt auf Feldern liegt. Und außerdem gibt es noch unheimlich viel Giftmüll, der irgendwo vergraben ist, meistens von der Mafia, und der also an sich ausgegraben werden müsste, damit die Landwirtschaft auch wieder funktioniert. Danke. Okay, wir gehen in die Antwortrunde. Bioplastiktüten. This is a very tricky issue. It's a very good question also. Bioplastics seems to be bioplastic bags. Bioplastic in general is bad. This is not something that improves recycling. If bioplastic finish in the plastic recycling, the simple plastic, then it damages plastic recycling a lot. And bioplastic is still a concept of single use thing, a throwaway society. So something that is reusable is real solution. But we are also careful with biodegradable, let's say biodegradable. There is a standard, European standard for biodegradability, that within 6 months it has to be degraded in 90%. For biodegradable bags, there is a reason to keep them. Why? For bio-waste separate collection. But as I said, bio-waste separate collection is very important, and it seems like this single use, or even double use, we can say, because one, it will serve as a carrier bag from shop to home, and second, you use this bag in your bin
don't know, in Germany, in Berlin, how you use it, but in Italy, for example, they have quite developed the bio-waste separation schemes, and they use those biodegradable bags as a container for bio-waste at your home. And that all of this bag can be then just collected and went and is going to landfill, sorry, to a composting plant, being composted altogether with the inside and with the packaging. So, but it has to be, it has to be biodegradable according to the standard. The OXO biodegradability, for example, is not the case. So the standard has to be really very well controlled, and yeah, biodegradable bags are we can have them just only in only in the areas where the bio-waste separate connection exists, because if it doesn't exist in Brussels, then why to have them? They will finish in plastic recycling, or they will finish in the rivers and oceans as they do today. And in oceans, this is also the case. In oceans, even those bags that have the standard, they will not degrade in the oceans because the temperature is too low to degrade, or they will take many years to degrade. Yeah, and reusable bottles. In Germany, you have this. You have probably the highest number of reusability because of the local consumption also of beer, which is. It gives the high numbers, the highest, which is not the case very often. But what we do, yes, we want to base all our policies on LCA analysis, where it clearly shows that locally consumed content of a glass bottle, in the end, will have a better environmental impact than a light plastic bottle, which will have to be separately collected and then recycled, which will not happen very often. Yeah, so promoting glass bottles, absolutely. This is promoting the reusability of bottles. Yeah. And not only glass bottles should not go to recycling immediately. First priority is reuse them, just clean them, reuse. Mm-hmm. 5 million euros, I don't know. I think it's already quite a nice number. Maybe it will not solve our problems. But apart from 5 million euros, it also gives 400,000 jobs. Apart from that, it also gives us less CO2 emissions, which in monetary accounting, it means savings. Not releasing CO2, methane saves money for the companies. Yeah, and all the environmental benefits which we could give them a price, but I am personally not willing to give a price for human health, for example, reducing human health because of the toxics in, leaking from landfills. For me, this is a benefit which I don't want to give any number in monetary in euros. And for cleanup waste, if I will understand, apart from addressing the waste already in the eco-design stage, in the design stage, of course there are also cleanup campaigns, how to clean the mess that we already did, how to clean all the illegal landfills in the Eastern Europe. Those actions are already also taking place. But we also think that industry should be more responsible for those landfills. When we find the products of some industry, we have to oblige this industry to clean this up. If I well understood your question about Naples and Italy problem, they actually did quite a big step from what was 10 years ago and is now. They introduced bio-waste for a separate collection. They have a lot of more recycling facilities. They still have too much waste, that's why they want to incinerate and they want to send it even to Germany or to somewhere to burn it. Both parties are interested. Italy is interested to get rid of the waste. Germany is interested to buy this waste because they can recycle it, because they have good facilities. We think that waste should be managed locally, not to transport it too much, but in the same time not to over-create over capacity.
if the region is low populated, we know that waste is not going to be a big problem there, then why to build a recycling facility? So it will be, should be locally treated, but also with a regional cooperation, but not from south of Europe to north of Europe, for sure. So thank you, Piotr. I'm very pleased to have you here as the representative of the biggest organization for environmental questions we have here in Brussels. You gave us your input on waste management, and that is as well for Germany very important, because you know that. I just want to mention that 5 billion Karl is working on the nuclear waste question, as well a kind of waste, and as we say in Germany, 5 billion, that is peanuts. But anyway, your thing is for everyone, and everyone can do anything to prevent waste at home. And as you said, it's a job creator as well. If you recycle something, you need not only machines, but also people. So I think that was a wonderful input. I already promised to you that I make a short thing on German. And we have as well, can we send your PDF, your PowerPoint as well to the participants? So thank you very much for being here. And yeah, I think we just have like, wir werden gerade 3 Minuten einfach nur die Technik umbauen, und wir sind jetzt super gut in der Zeit. Wir haben unseren nächsten Gast, unseren Abschlussinput bereits hier, Barbara Steffner. Aber wie gesagt, wir machen 3 Minuten. Super. Ich bin, wie eben bereits gesagt, von der Generaldirektion Umwelt. Und bin nun in Brüssel seit circa 1,5 Jahren, bin im Referat Strategie und auch Parlamentsbeziehungen, und in unserem Referat wird eben auch das 7. Umweltaktionsprogramm betreut, jetzt da es eben in Kraft getreten ist. Ich bin jetzt sozusagen zum einen das trennende Stück. Ich bin natürlich sie von Ihren wohlverdienten Sandwiches und dem kleinen Freizeitprogramm, das Sie wahrscheinlich jetzt nachher haben werden, trennt. Ich bin aber vielleicht, wie gesagt, auch das verbindende Element, da ja gesagt wurde, dass Sie jetzt im Anschluss an die Veranstaltung hier nochmal in der Vertretung in Berlin sein werden, um eben ein Follow-up zu haben, wie gesagt, ihr auch lange in der Vertretung war. Insofern, ich freue mich heute mal wieder, viele Leute aus Berlin hier sehen zu können. Jetzt wollen wir gleich in Medias Res gehen, weil wir haben, glaube ich, gar nicht so viel Zeit. Und das Umweltaktionsprogramm ist natürlich ein sehr, sehr, sehr breit angelegtes Programm, das, wenn man es lesen möchte, 50 Seiten dicht ist, und einen ganzen Kanon von Maßnahmen, der sämtliche Umweltbereiche umfasst, abdeckt. Mein Ziel hier ist, Ihnen sozusagen Überblick zu geben, einige Maßnahmen herauszugreifen, wo im Moment eben für uns gerade Maßnahmen anstehen, wo wir auch nochmal in nächster Zeit einiges auf den Tisch legen werden, wo wir vor kurzem was auf den Tisch gelegt werden, und sozusagen ein paar wichtige große Themen herausgreifen. Das Umweltaktionsprogramm, kurz, was ist das überhaupt? Wir haben jetzt die Nummer 7, daraus lässt sich schließen, dass es eben bereits 6 vorher gegeben hat. Und die Idee eines Umweltaktionsprogramms ist es eben immer für einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren, ein strategisches Programm festzulegen, worauf sich eben Kommission, aber natürlich auch die Mitgliedstaaten, die in erster Linie die Hauptverantwortlichen sind oder die Verantwortlichen für die Umsetzung der Umweltpolitik, wo sich eben sozusagen Europäische Kommission, Mitgliedstaaten eben gemeinsam auf diesen strategischen Rahmen einigen. Und daneben, und das ist jetzt vielleicht ein kleines wichtiges neues Element, das für uns sehr wichtig war, wo eben auch drinnen steht, dass auch die Mitgliedstaaten eben Verantwortung für die Umsetzung haben. Und das Neue, das jetzt eben seit 2014 in Kraft tritt, also wir haben das im Jahr 2012 vorgelegt, es wurde dann über ein Jahr eben mit dem Rat, mit dem Europäischen Parlament verhandelt,
wurde dann letzten Oktober angenommen und ist jetzt 2014 in Kraft und gilt eben, deckt den Maßnahmen ab bis zum Jahr 2020. Was ist denn nun sozusagen, wo stehen wir denn, was war denn unsere Ausgangsanalyse für dieses siebte Programm? Da muss man natürlich sagen, klar, erstmal muss man auch sehen, dass wir natürlich Fortschritte gemacht haben im Rahmen der Umweltpolitik. Das ist ein relativ reifes Politikfeld. Wir haben ja seit mehr oder weniger 30 Jahren Umweltgeneraldirektion, wir haben umfangreiches Umweltrecht. Und es gibt natürlich entscheidende Fortschritte in unterschiedlichsten Bereichen, sei es jetzt der Gewässer- und der Bodenschutz, sei es der Naturschutz. Wir haben immerhin 18% des EU-Gebietes, das eben von Natura 2000 Schutzgebieten abgedeckt wird. Wir haben, das war gerade, glaube ich, schon Thema bei Ihnen vorher, eine umfangreiche Abfall- und Recyclinggesetze, damit verbunden ein ganzer Wirtschaftszweig, der sich entwickelt hat, der eben ein ganz essentielles Element ist, des großen Ziels, unser Wirtschaftssystem eben umzubauen von dem etwas, in vielen Fällen noch auf kurzfristig, nicht nachhaltig, nicht ressourcenschonende Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Und ein anderes Thema, Gesundheit. Wir haben auch eine umfangreiche Chemikaliengesetzgebung, REACH, aber natürlich auch darunter viele Einzelgesetze, sei es Kosmetika, sei es Biozide, Pestizide, wo eben natürlich genau festgelegt wird, wie mit diesen Stoffen umgegangen wird, etc. etc. Soweit die positive Bilanz, aber natürlich logischerweise ist es nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir leben in einer perfekten Umwelt und es gäbe nichts mehr zu tun, sondern natürlich haben wir nach wie vor viele Baustellen, wenn auch einige Dinge, wie gesagt, Probleme gelöst werden konnten, wenn wir zum Beispiel an den sauren Regen denken, der gerade in den 80er Jahren in Skandinavien ein großes Problem ist, das ja heute weitgehend gelöst ist, gibt es natürlich noch ganz viel anderes zu tun. Ein paar Beispiele, die ich hier nennen möchte, ist natürlich Luftqualität, Luftschutz. Trotz der Fortschritte ist es so, dass wir hier in Europa gerade in den Städten oder an Industriegebieten noch viele Bereiche haben, wo wir eben die bestehenden Gesetze nicht umsetzen, wo die Schwellenwerte überschritten werden, wo wir auch sagen müssen, dass wir in Europa jetzt nicht die fortschrittlichsten Gesetze haben, das ist zum Beispiel USA und Japan weiter als wir und wo wir natürlich auch nicht die von der, die zwar sehr anspruchsvollen, aber auch international anerkannten Standards der Weltgesundheitsorganisation nicht erfüllen. Beim Thema biologische Vielfalt. Klar, wir haben Naturschutzgebiete, ja, es sind auch viele Tierarten, die ausgestorben sind, in Europa wieder eingeführt worden. Naturschutzgebiete sind groß und wichtig, aber wir hatten ja auch, wie Sie vielleicht wissen, eine Biodiversitätsstrategie, wo man sich zum Ziel gesetzt hatte, bis zum Jahr 2010 das Artensterben zu stoppen, das einfach nicht gelungen ist und wo man dann eben in der neuen Biodiversitätsstrategie dieses Ziel jetzt erstmal auf 2020 verschoben oder fortgeschrieben hat. Und zu guter Letzt natürlich globale Herausforderungen, die sich neu auftun, wenn man denkt, Bevölkerungswachstum, dass wir eben in 10 Milliarden Menschen sein werden, mit dem Druck auf Ressourcen, mit dem Druck auf Wasser und so weiter, dass das alles mit sich bringen wird, wo es eben hier geht, einfach unser Wirtschaftssystem, unseren Ressourcenverbrauch darauf umzustellen. Und um all diese Ziele zu erreichen, haben wir eben über das Jahr 2020 hinaus eine Langfristversion, Vision definiert, die eben auch so im UAB festgehalten ist. Um diese Langfristvision dann jetzt in die Praxis umzusetzen, muss man natürlich wieder jetzt zurückgehen und sehen, wie man das auf die einzelnen Ebenen runterbrechen kann. Und da haben wir eben im UAB neun Themenbereiche identifiziert, die sich wiederum dann unterteilen lassen in drei große thematische Themen, die wir bearbeiten. Zum einen ist das Oberthema Naturschutz und Schutz der Natur und Stärkung der ökologischen Widerstandsfähigkeit. Zum anderen ist es der große Themenkomplex der ressourcenschonenden, der Ressourceneffizienz und ressourcenschonendes CO2-armes Wachstum. Und der große dritte Bereich ist Umwelt und Gesundheit.
Dann sehen Sie hier, was eben als etwas so ein bisschen Enablers, weil es eben hier nicht unbedingt ein gutes deutsches Wort gibt, vielleicht eben richtige Rahmenbedingungen schaffen dafür. Das sind eben vier Bereiche, wo man eben sozusagen Methoden oder ja, Instrumente hat, um eben die Ziele zu erreichen. Zum einen eben hier das wichtige Thema Umsetzung des bestehenden Rechtsbestandes. Ich hatte ja bereits gesagt, wir haben natürlich in Europa, bis jetzt in den Mitgliedstaaten, sehr viele Umweltgesetze. Allerdings ist es so, dass der Umweltbereich auch der Bereich ist, wo die meisten Vertragsverletzungsverfahren laufen, weil eben hier viele Mitgliedstaaten säumig sind. So gab es zum Beispiel im Jahr 2009 451 Verfahren, die eben gegen Mitgliedstaaten offen waren. Und wir haben auch eine Kostenrechnung angestellt, dass es eben Kosten von 50 Milliarden Euro im Jahr verursacht, weil eben die Gesetzgebung nicht umgesetzt ist, zum Beispiel natürlich Kosten im Vertragsverletzungsverfahren, aber auch die Reparatur von Schäden, die angerichtet werden, und damit die Kosten und so weiter und so fort. Deshalb ist eben Maßnahmen, die Umsetzung zu verbessern, eine weite wichtige Baustelle. Des anderen haben wir dann Verbesserung der Wissensgrundlage. Heißt einfach Forschung vorantreiben, gute Daten liefern, denn, das wird Ihnen ja nicht neu sein, will man Umweltschutzgesetze durchbringen, muss man sich in der Regel natürlich gegen kurzfristige Wirtschaftsinteressen durchsetzen, und das ist natürlich nur möglich, wenn man auch gute Daten, wenn man auch gute Beweise hat, um darlegen zu können, dass die Maßnahmen, dass die man ergreifen will, in der Tat eben einen Nutzen bringen, und gerade in dem Klima, in dem wir uns jetzt seit der großen Finanzkrise befinden, 2008, 2009, wo uns doch ein sehr starker Wind, was den weiteren Umwelt-Klimamaßnahmen betrifft, entgegengeblasen hat, ist es einfach enorm wichtig, hier gutes Datenmaterial und verlässliches Datenmaterial zur Unterlegung unserer Vorschläge vorweisen zu können. Sicherung von Investitionen in Umwelt- und Klimapolitik besagt einfach, dass wir eben gerade hier im Bereich der Steuerpolitik Anreize schaffen, um eben Gelder für Umweltmaßnahmen freizumachen, dass wir eben, wir haben ja auch den Emissionshandel zum Beispiel als wichtiges Wirtschaftsinstrument, um Umwelt- und Klimapolitik zu finanzieren. Also das sind eben einfach diese Instrumente weiterentwickeln, reformieren und besser machen. Und zu guter Letzt natürlich als vierter wichtigster Punkt ist eben die Einbeziehung von Umweltbelangen in andere Politikbereiche. Stichworte hier Agrarpolitik, Fischereipolitik, wo es eben natürlich in erster Linie darum geht, diese Politikbereiche nachhaltiger zu machen. Und als letzten übergeordnete Themen wiederum haben wir hier noch zwei Punkte. Zum einen ein ganz regionales Thema, das ist Städtepolitik. Wo eben auch ganz unterschiedliche Umweltprobleme zusammenkommen, sei es eben die Luftqualität, sei es auch natürlich Biodiversität, sei es natürlich auch Abfallwirtschaft, sei es der Verkehr. Und hier einfach nochmal gezielt sich das anzuschauen, weil eben bis 2020 80% der Menschen in Städten oder in der Nähe von Städten leben werden und wir natürlich hier eine Konzentration der Umweltprobleme haben. Und dann auf der anderen Ebene, auf der anderen Ende der Skala, die globale Ebene, wo es eben auch heißt, natürlich da ganz viele Umweltprobleme ja nur global lösbar sind, dass sich Europa hier wirksamer in die internationale Umweltpolitik einbringt, sei es die Rio 2020 Agenda, aber natürlich auch die ganzen internationalen Umweltregime, die es gibt, die weiter zu verhandeln und umzusetzen. So, das ist sozusagen ein Schnappschuss des Umweltaktionsprogramms mit sämtlichen Themen und Baustellen. Ich wollte jetzt nicht nochmal in alle neuen Themen nochmal vertiefend reingehen, sondern nur aus den ersten drei großen Themenbereichen, die vielleicht noch ein bisschen stärker beleuchten, hier ein, zwei Initiativen nennen, wo eben gerade wir sozusagen aktuell Gesetzesvorschläge auf dem Tisch haben oder in den nächsten Monaten noch auf den Tisch bringen werden. Und zwar zum Thema, das erste Thema eben Naturkapital.
wo ich ja bereits sozusagen das Natura 2000-Netz genannt habe, das ja etabliert ist und so weiter und so fort, wo es hier auch eine Reihe von Richtlinien gibt, sei es die Vogelschutzrichtlinie, die Fauna- und Flora-Habitat-Richtlinie etc. etc., Wasserrahmenrichtlinien. Aber wo wir einen Bereich haben, und das ist nämlich der Bodenschutz, wo wir auf europäischer Ebene nach wie vor kein eigenes Rechtsinstrument haben, um eben den Boden zu schützen. Ich weiß nicht, ob Sie den Hintergrund kennen. Es gab ja vor fast 10 Jahren einen Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Bodenschutzrichtlinie, um eben hier europaweit Standards zu schaffen, wie mit kontaminierten Böden umgegangen werden soll, wie Böden nachhaltig genutzt werden sollen, Bodenversiegelung rückgängig zu machen, das Problem zu begrenzen. Und diese Richtlinie sollte eigentlich auch verabschiedet werden, nicht zuletzt auch Deutschland war sehr daran interessiert. Es gab dann doch aber einen Umweltministerrat, wo das dann entschieden werden sollte, und da gab es aber plötzlich eine Blockademinderheit, an dessen zustande kam nicht zuletzt auch Deutschland eine treibende Kraft war. Und das war im Jahr 2006 und seitdem hat sich in diesem Bereich nichts getan. Also die Bodenschutzrichtlinie liegt eben jetzt beim Rat, die kann nicht verabschiedet werden, weil es eben in Deutschland mit den Niederlanden, Österreich, aber auch Frankreich eine Reihe von Ländern gibt, die eben keine Bodenschutzrichtlinie wollen. Mit dem Argument, Boden bewegt sich nicht, Boden ist ein Subsidiarität, fällt unter den Themenbereich Subsidiarität, heißt, soll auf nationaler, lokaler Ebene geregelt werden. Das ist jetzt sozusagen Stand der Dinge. Die Debatte hat sich aber etwas wieder, sozusagen konnten wir wieder beleben, auch im Rahmen der Diskussion um das Umweltaktionsprogramm. Und wir sehen jetzt auch hier ein bisschen Bewegung im Thema. Was jetzt erstmal passieren wird, dass eben, solange eben diese Kommission, also Kommissar Potocznik, eben wird die Richtlinie jetzt zurückziehen, weil klar ist, so wird die nicht verabschiedet werden können. Wir werden dann aber jetzt Konsultationen und Arbeiten starten, wie wir denn dann eben das Thema jetzt neu angehen, weil was im Umweltaktionsprogramm drinnen steht, dass im Bodenschutz ein wichtiges Thema ist, wo eben nachhaltige Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, unter anderem auch ein Rechtsinstrument. Und wir halt jetzt eben sehen werden, wie wir dann in der nächsten Legislatur, in der nächsten Amtsperiode hier vorgehen können. Dann bin ich jetzt ein Slide, und zwar wollte ich auch nochmal zum Thema Komplex Nummer 2, gehen wir nochmal zurück, das ist hier Förderung der ressourcenschonenden CO2-armen Wachstums, das Thema Abfall und Recycling kurz erläutern, denn wir arbeiten hier gerade an einer Revision unseres ganzen Abfallakquis. Weil was wir regelmäßig machen ist, wie gesagt, wir haben ja einen sehr umfassenden Rechtsbestand, einfach zu schauen, sind die Richtlinien umgesetzt, werden die Ziele erreicht, wo stehen wir mit den Vertragsverletzungsverfahren, brauchen wir neue, erfolgreichere Ziele, neue, ambitioniertere Ziele. Und da sind wir eben gerade dabei, das für den Rahmen, für den Bereich Abfall zu machen und zu untersuchen. Und unser Ziel ist es eben, vielleicht nicht mehr unbedingt vor den Europawahlen, aber zumindest noch vor Ende des Mandats dieser Kommission, hier mit einem neuen Paket zum Thema Abfall herauszukommen, wo wir dann eben auch neue, ambitioniertere Ziele festlegen. Gewisse Ziele, wie zum Beispiel das eben Verbringen von Abfällen auf Müllhalden bis 2020 dann eben unmöglich sein soll, sei es denn nur für ganz gewisse Abfallkategorien, dass diese Ziele nochmal verfestigt werden oder dass wir auch im Bereich Plastikmüll hier nochmal uns neue Ziele festlegen. Und das begleitet oder dazu sozusagen ein kleines Unterthema dazu, das wir gerade bearbeiten, das ist jetzt gerade auch schon im Parlament teilweise mitverhandelt worden. Das soll eben dann auch gerade hoffentlich als neues Gesetz auf den Weg kommen. Ein sehr kleines, aber ein sehr wirksames Thema, weil es vielleicht doch sehr gut klar macht, unseren nicht nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, nämlich die Plastiktüten. Und zwar die
die ganz dünnen Plastiktüten, die eben man, wenn man einkaufen geht, in vielen Ländern einfach einmal so einfach mitbekommt, und wir hier in Europa eine Situation haben, wo es Länder gibt, wo eben der Pro-Kopf-Verbrauch bei 4 Plastiktüten pro Jahr liegt, wir aber auch in Mitgliedsländern haben, wo das 300 ist. Problem ist, das endet dann in der Landschaft, oder das noch schwierigere Problem ist, das Ganze wird dann eben ins Meer gespült, das Ganze verreibt sich zu kleinen Mikroplastikartikeln, die dann wiederum von Fischen aufgenommen werden, ist natürlich erstmal für die Fauna im Meer nicht gut, aber natürlich endet das auch über die Lebensmittelkette wieder in der Nahrungskette, und insofern haben wir eben einen kleinen Gesetzesvorschlag, sozusagen eine Abänderung der Verpackungsrichtlinie auf den Weg gebracht, die in Mitgliedstaaten vorschreiben soll, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, dass eben der Verbrauch von diesen Plastiktüten unterbunden wird. Sei es, dass man jetzt einen Preis verlangt, sei es, dass jetzt eben man auf andere Tüten umsteigt und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt, um das Thema Müll abzuschließen, das ist auch schon kurz angeklungen, Mülltransporte. Das ist auch ein Riesenproblem, nicht nur Mülltransporte innerhalb Europas. Wenn die legal sind, ist das ja noch im Rahmen der Gesetzgebung. Das große Problem ist natürlich die illegalen Mülltransporte, wo Müll außerhalb Europas verbracht wird, gerade sehr viel Giftmüll. Und wo wir eben jetzt hier auch nochmal das Gesetz verschärft haben, und zwar indem wir versuchen, dass eben im Bereich von Inspektionen, dass gerade in Häfen die Mitgliedstaaten jetzt da dazu angehalten werden, Pläne für Inspektionen, mehr Inspektoren vorzuhalten, um eben hier genau dort, wo eben dann der Müll aus Europas Häfen verschwindet, um hier dann eben dem Ganzen einen stärkeren Riegel vorzuschieben. Soweit zum Thema Ressourcenschutz, und dann komme ich nochmal zurück zum Schluss, jetzt zum Thema Gesundheit und das Wohlergehen des Menschen, wo ich noch auf das Thema Luft im Besonderen zu sprechen kommen möchte, weil auch hier wir gerade einen umfangreichen Gesetzesvorschlag letzten Dezember vorgelegt haben. Letztes Jahr war eben von unserem Kommissar ausgerufenes Jahr der Luft, wo wir eben uns ganz besonders nochmal die Luftgesetze in Europa, deren Einhaltung genau unter die Lupe genommen haben und in Erkenntnis dessen nochmal eine neue Strategie für die gute Luft in Europa auf den Weg gebracht haben, wo wir eben feststellen mussten, dass eben die Schwellenwerte, die wir auch bis 2010 gerade in den Ballungsgebieten, in den Städten leider nicht eingehalten werden, aus einer unterschiedlichen Anzahl von Gründen. Ein großes Problem hier sind zum Beispiel Dieselautos, wo eben die Dieselautos bei den Testverfahren auf dem Papier alle wunderbar die Abfallwerte erfüllen. Aber wenn es dann darum geht, um die, wie man dann in der Wirklichkeit mit den Autos gefahren wird, diese Werte bei weitem überschritten werden, was dann zu dem schönen Problem der Real World Emissions geführt hat, also sozusagen die Emissionen, die dann tatsächlich stattfinden, was eben gerade in Städten dann zu hoher Stickstoff, aber auch zu Feinstaubbelastung führt. Luftverschmutzung ist eben ein sehr ernsthaftes Problem. Die Weltgesundheitsorganisation hat eben Feinstaub, aber Luftverschmutzung allgemein als einen Krebserreger klassifiziert. Insofern gibt es hier also auf höchster Ebene eine wissenschaftliche Anerkennung der Schwierigkeit des Problems. Und in Europa gibt es eben jährlich 400.000 Tote, die sozusagen frühzeitige Sterbefälle, die auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind, im Vergleich dazu Straßenverkehr 28.000. Also hier doch ein sehr großer Handlungsbedarf. Und was wir jetzt eben vorgeschlagen haben, im Rahmen unseres Pakets für bessere Luft letzten Dezember, ist eben nicht nur eine Strategie, um eben bestehende Gesetze besser umzusetzen, Mitgliedstaaten dabei zu helfen, ihnen auch noch bessere Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, im Rahmen der Strukturfonds für Umrüsten von gewissen Flotten und so weiter und so fort, sondern dass wir auch die Richtlinie, die eben Schwellenwerte für nationale
nationale Emissionshöchstmengen festsetzt für gewisse Schadstoffe, sei es eben Schwefeldioxid, sei es eben Stickstoff, bodennahes Ozon oder auch schnellflüchtige Substanzen, dass wir hier nochmal strengere Schwellenwerte für das Jahr 2030 festschreiben wollen, damit eben sozusagen, wenn wir sozusagen etwas tun bei diesen großen Emittenten, wir dann eben die allgemeine Luftqualität in Europa verbessern können. Dieses Paket ist eben letzten Dezember von uns vorgeschlagen worden, wird von diesem Parlament nicht mehr behandelt werden können. Das ist dann sozusagen das erste große Dossier, das dann eben das Parlament, wenn es wiedergewählt im Juli dann zurückkommt, gemeinsam mit dem Rat im Gesetzgebungsverfahren verhandeln wird. Und das wird sehr schwierig, ist natürlich technisch auch sehr anspruchsvoll, aber was wir von den Mitgliedstaaten gehört haben, mit Ausnahme von Schweden, gibt es hier bisher keinen Mitgliedstaat, der sagen würde, guter Vorschlag, können wir mitgeben, sondern sämtliche Mitgliedstaaten haben mit dem einen oder anderen Schwellenwert, den wir hier vorgeschlagen haben, ein Problem. Also wieder ein dickes Brett, das wir dann eben beschätzen, dass es in der Regel dauert, also so ein, zwei Jahre, bis eben die Sätze ausverhandelt sind, uns dann in den nächsten ein, zwei Jahren begleiten wird. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt nochmal mehr zum Thema zu den Rahmenbedingungen sagen, auch nicht unbedingt viel zur Stadtpolitik internationales. Das können wir, sofern Sie Fragen haben, ja dann jetzt noch in den nächsten, also wie viele Stunden oder so, wenn ich richtig sehe, auch den. Dankeschön. Ja, Barbara Steffens, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Input. Richtig, wir haben jetzt noch gut 20 Minuten für Rückfragen. Wir haben jetzt einen Umschlag erstmal bekommen, aber auch Einblicke, mit was sich die Umweltpolitik in Europa insbesondere beschäftigt. Viele Themen sind ja schon mehrfach aufgetaucht. Wir sind fast alles Grüne oder NGOs hier aus Berlin. Nur sehr wenige aus anderen Bereichen, also aus anderen Orten. Und Grüne sind ja erfahrungsgemäß sehr kritisch, auch was den Blick auf die Kommission angeht. Wenn wir auch gerne gerade die Generaldirektion Umwelt als Partner im Kampf gegen die Umweltzerstörung ansehen möchten. Ich habe ja hier die Moderation und deswegen habe ich das Privileg der ersten Frage. Das werde ich jetzt schamlos ausnutzen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Bereich Naturkapital und Bodenschutz, weil ich finde, es ist klar, dass es einen Reflex der Mitgliedstaaten gibt und natürlich insbesondere der Vorzeige Exportnation Deutschland gegen die Bodenschutzrichtlinie, weil Boden ist einfach der Ort, wo der Interessenskonflikt praktisch unumgänglich ist. Also wir haben nur eine Erde und Boden ist nicht vermehrbar. Das heißt, wenn es darum geht, Dinge zu verteilen und Kompetenzen auch abzugeben, dann ist es ziemlich leicht als Mitgliedstaat zu sagen, das hat die Kommission uns überhaupt nicht vorzuschreiben, aber was dahinter steht, sind einfach natürlich ganz klar Interessenskonflikte und ich finde, das sieht man nicht nur an dem Widerstand gegen die Bodenschutzrichtlinie, die ja seit 30 Jahren im Raum diskutiert wird, als ein wichtiges, also dass man was bei Boden machen muss, eben aus dem Grund, weil es, wenn wir die Natur erhalten wollen, dann müssen die Biodiversität einen Ort haben, wo sie sein kann und das ist halt nun mal bodengebunden. Und in dem Zusammenhang noch ein Stück weiter angeschlossen meine Frage, Natura 2000, also entweder die Mitgliedstaaten weisen sie nicht aus oder sie weisen sie aus und es gibt Versuche, überall darüber hinwegzugehen. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus unseren grünen internen Gremien, weil wir sind ja auch nicht frei von Versuchen, was anderes zu tun als Umweltschutz. Wir haben ja auch, wir sind auch beteiligt an einigen Landesregierungen und wir haben unter anderem in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Grünen, also Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie der Grünen,
gerade ein Papier, vor einem halben Jahr ein Papier verfasst, das sich ganz klar dagegen ausspricht, in Natura 2000 Gebieten zum Beispiel Windkraftanlagen zu errichten. Das war innerhalb der Grünen ein wahnsinniger Kampf und es ist natürlich so, dass da, wo grüne Ministerien beteiligt sind, sie ein Stück weit auch den Interessenskonflikt im Umweltbereich haben. Also ich meine, wir sagen, wir wollen die Energiewende schaffen, wir brauchen erneuerbare Energien. Es gibt sehr waldreiche Länder, die natürlich gerade ihre Natura 2000 Gebiete im Wald haben. Und wenn wir sagen, grundsätzlich, was Natura 2000 ist, was zu diesen 18% EU-weit gehört, die eben für den, wo der Naturschutz Vorrang hat, da soll eben auch so ein Bauwerk mit einem riesen Fundament nicht reinkommen, dann ist das noch nicht mal innerhalb der Grünen absolut unstrittig. Ja? Also insofern kann ich verstehen, in welchem Bereich Sie da auch agieren. Auf der anderen Seite, es ist ja ganz nett, dass Sie sich mit der Plastiktüte befassen, das tun viele, das ist ein großes Problem in den Meeren, aber also ich meine, beim Boden oder bei diesen Sachen, wo niemand davon profitiert, dass man es nicht mehr tut, glaube ich, ist es tatsächlich schwerer. Ich denke, man kann mit der Plastiktüte anfangen. Wir hatten im Bundestagswahlkampf 2009, durften die Grünen den Antrag nicht recyceln, weil es hieß, dann heißt es, die Grünen beschäftigen sich mit Plastiktüten und anstatt sich mit den wichtigen Problemen zu befassen. Ja, aber inzwischen wird es ein wichtiges Problem, so ist es immer, wenn man keine Vorsorge macht, sondern Nachsorge. Jetzt habe ich gar keine Frage gestellt, sondern nur so nicht mehr Zeit, sondern nehmen jetzt mal andere Leute dran. Bitte nochmal. Also ich habe eine Frage zur Plastiktüte. Ja, danach lasse ich euch damit auch in Ruhe, aber ich denke, es ist einfach ein Symbol der Wegwerfgesellschaft. Ja. Und von daher ist es wert, dass wir uns damit beschäftigen. Mhm. Ich wüsste gerne, es gab ja den Vorschlag von DG Environment eben zu den Plastiktüten, zur Eindämmung. Warum es diesen Grenzwert gibt von 50 Mikrometer? Warum nur leichte Tüten? Denn ich war vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung vom Umweltbundesamt, wo die Vertreterin vom Handelsverband vorne stand und wirklich glasklar gesagt hat, ohne rot zu werden, natürlich machen die Tüten schwerer. Wir wollen ja nicht vom Verbot oder von einer Bezahlpflicht betroffen werden. Und da frage ich mich, warum es diese Begrenzung gibt, wenn eigentlich voraussehbar ist, dass es Ausweichbewegungen gibt und dann die Tüten schwerer werden, trotzdem umsonst rausgegeben werden und insgesamt dann noch mehr Material verbraucht wird. Wir sammeln wieder. Ja, ich habe zwei Punkte einfach als Frage in Ihre Richtung. Natura 2000 Gebiete sind gerade angesprochen worden. Auf der einen Seite ist das eine Erfolgsgeschichte, die die EU angestoßen hat. Sie haben das selber ja genannt mit der Vogelschutzrichtlinie, mit den FFH-Richtlinien und so weiter. Es mehren sich aber durchaus auch kritische Stimmen, weil man sagt, es wird ja immer wieder irgendwo die vermeintlichen Probleme halt hochgezogen, weil Sie haben es gerade gesagt, die Diskussionen, wie kriegt man dann Klimaschutz und Naturschutz da unter einen Hut, sind das Ausschlusskriterien. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es auf EU-Ebene dort in der Politik, im Parlament, wo auch immer, so Tendenzen zu überlegen, war das so eine gute Idee mit diesen umfangreichen Schutzgebieten, diesem Schutzgebietsnetz? Will man da wieder ran oder soll das eben weiter gestärkt werden? Ich habe gesehen, Sie haben Initiativen dazu im Programm. Und das Zweite, einfach auch eine Frage in Ihre Richtung. Sie haben dort mehrfach aufgeschrieben, Sie gehen weiter aus von Wachstum. Es gibt ja durchaus Diskussionen, ob das, wie wir handeln, also ob ständig ist und permanentes Wachstum wirklich der Weisheit Schluss ist im ökonomischen Handeln. Habe ich das richtig gesehen aus Ihren Unterlagen, dass man zumindest von Ihrer Seite davon ausgeht, dass Wachstum unumgänglich ist und dass man nicht versucht, irgendwie auf Ideen, auf Lösungen zu kommen, wie man das ökonomische Wohlbefinden der Gesellschaft sichern kann, ohne dass man auf permanentes Wachstum ausgelegt ist? Letzte Frage von unserem Rhetoriker. Also das ist ja ein grünes Umfeld, in dem wir uns hier jetzt die letzten drei Tage bewegt haben. Und dieses grüne Umfeld, Sibylle hat es gerade schon gesagt, ist enorm kritisch mit der Kommission in den letzten drei Tagen umgegangen. Ich komme aus dem Debattierclub und da gibt es einen Grundspruch, der heißt Audiatur et altera pars. Die andere Seite soll auch gehört werden.
Und das war für mich eigentlich das wichtigste Anliegen hier, nachdem ich diese ganzen kritischen Positionen gehört habe. Wie sieht es denn aus bei der Kommission? Also die Grünen hacken irgendwie ziemlich stark auf euch so rum in Bezug auf, naja, jede Richtlinie oder sowas, was uns wichtig ist, das wird immer verwässert. Beispielsweise jetzt diese Sache mit den Plastiktüten, da kommt der einzige Vorschlag von der Kommission, dass es den Ländern überlassen wird, irgendetwas zu machen. Die Länder, die sich nicht dafür interessieren, werden wahrscheinlich irgendeine Schaufenstermaßnahme machen, die letztlich wirkungslos ist. Wie kommt es, dass im Grunde in einem so wichtigen Feld, also zum Beispiel Klimawandel, eine Sache, die uns später noch viel mehr kosten wird als heute, der Schutz davor, wie kommt es, dass die Kommission da aus Sicht der Grünen zumindest so lasch handelt? Wir machen erstmal eine Antwortrunde und danach kommt noch Norbert und dann nehme ich nochmal, okay, euch beide da nochmal, dann ist wahrscheinlich die Zeit rum. Bitte. Okay, wo fange ich jetzt an? Also ich muss sagen, war froh, dass ich in den letzten Tagen nicht da war. Aber ich bin ja auch schon seit längerem Kommissionsbeamte und insofern Kritik in vielen Fällen berechtigt, natürlich auch nicht immer, aber das ist ganz klar, wenn man eben sozusagen Gesetze vorschlägt, Politik macht, muss man natürlich auch mit dieser Kritik umgehen und zu erklären versuchen, wo man denn in dem steht, aber da komme ich dann ganz zum Schluss nochmal zurück. Natura 2000 Interessenkonflikte. Nun, ich nehme an, Ihre Frage kam jetzt nicht so als so. Na, Sie kennen sicherlich den Kontext der Debatte Natura 2000, Umsetzung auf nationaler Ebene, die Interessenkonflikte, die es immer wieder gibt. Es ist ja angesprochen worden, wie lässt sich das vereinbaren, die Wirtschaftsinteressen. Bei Natura 2000 Gebiet heißt ja erstmal nichts, dass in diesen Gebieten jetzt keine Wirtschaftsaktivität stattfinden darf, sondern eben na, unterstrichen Auflagen mit Ausgleichsnahmen etc. etc. Und zu sagen, das ist halt immer das Feld, wo eben genau der Konflikt Umweltinteressen, Wirtschaftsinteressen, allgemeine Interessen immer wieder halt neu verhandelt wird. Das ist halt nun mal unser Ziel und unser Thema und das begleitet uns alle, die in diesem Bereich tätig sind. Es ist, das wissen Sie sicherlich auch, ich weiß nicht, ob Sie von REFIT schon gehört haben, wahrscheinlich schon. Ich nehme an, vor diesem Hintergrund ist auch Ihre Frage zu erklären, dass es doch hier von einigen Seiten seit längerem auch Bemühungen gibt, gerade auch die Richtlinie, Habitat-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, die ja teilweise schon ältere Richtlinien sind, auf den Prüfstand zu stellen. Einfach zu schauen, wie funktionieren die, kann man was besser machen, kann man was schlechter machen, sozusagen diese Richtlinien wieder aufzumachen. Denn sobald eine Richtlinie zur Revision ansteht, hat natürlich sämtliche Mitgliedstaaten, hat das Europaparlament die Möglichkeit, diese Richtlinie zu ändern. Das ist etwas, was für meine Generaldirektion etwas ist, wo wir gesagt haben, wir sehen die Notwendigkeit nicht. Wir machen regelmäßige Evaluierungen. Es gibt eine Vielzahl von Guidance-Dokumenten, wo eben den Leuten vor Ort, die eben Natura 2000 umsetzen müssen, die eben hier Wirtschaftsprojekte machen wollen etc. etc. dabei hilft, das gut umzusetzen. Und wir sehen diese Notwendigkeit eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz hat die Europäische Kommission und die Europäische Kommission besteht aus einem Kollegium von 28 Kommissaren. Da ist natürlich der Umweltkommissar vertreten, da ist auch die Klimakommissarin vertreten. Da sind aber auch 27 andere oder 26 sind es dann andere Kommissare, einschließlich des Kommissionspräsidenten vertreten. Und dieses Kollegium trifft seine Entscheidung gemeinsam. Und man kann natürlich hier versuchen, dagegen zu sprechen, man kann argumentieren, das wird auch getan, nur leider ist es dann manchmal so, dass es nicht immer erfolgreich ist. Und es ist im Moment so, dass eben FFH und die Vogelschutzrichtlinie eben genannt wird in diesem Bericht und dass es eben nicht mehr in der jetzigen, aber in der nächsten Legislaturperiode dazu einen Bericht geben wird. Was dieser Bericht ergeben wird, ist noch nicht klar. Also wir werden uns das mal in Ruhe anschauen und dann werden wir sehen, wie wir da mit dem Thema umgehen. Also so ist im Moment dazu unsere Vorgehensweise. Dann hatten wir noch das Thema Plastiktüten.
Ja, klar, ich wollte jetzt nicht unbedingt sozusagen überproportional auf den Plastiktüten hier, weil klar, es ist ein ganz kleines Element, aber Sie haben ganz richtig gesagt, es ist ein wichtiges Symbol unserer Wegwerfgesellschaft, eines, das leicht verständlich ist und wo jeder relativ schnell und viel was dazu tun kann, um sein Verhalten zu ändern und sich das dann vielleicht auch auf andere Bereiche erstreckt. Erstreckt nicht zuletzt die Bereiche, die man in die Tüten reintut, nämlich die Lebensmittel, wo wir noch sehr viel größere Verschwendung haben und hier noch eine sehr viel größere Baustelle. Wenn man Schwellenwerte festsetzt, man muss sich halt in der Regel auf einen Schwellenwert einigen. Man einigt, wenn man sozusagen legt einen Schwellenwert fest, wenn man vorher eine wissenschaftliche Studie macht und man sagt, nimmt man Schwellenwert A, wie sind die Kosten, wie ist der Nutzen, und dann kommt man halt auf einen Schwellenwert, wo eben dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis am besten ist. Und darauf hat man eben sich auf diese 50 Mikrogramm festgelegt, weil eben damit der Großteil der im Moment auf den Markt kommenden dünnen Plastiktüten, die dann eben als Müll irgendwo enden, auf den Markt kommen. Die Idee ist aber nicht unbedingt, dass es hier Ausweichmaßnahmen kommen. Klar sagt das die Plastikindustrie im Moment, dass sie das machen werden. Man wird sehen, die Industrie sagt immer viel, wenn erstmal Maßnahmen im Raum stehen. Sobald ein Gesetz verabschiedet ist, passieren dann manchmal Dinge auch ganz anders. Und die Erden sozusagen. Und die Idee, warum wir halt den Vorschlag auf den Weg gebracht haben, ist, dass es eben überhaupt Plastiktüten eben vermieden werden. Und wenn man jetzt dafür bezahlen muss, es vielleicht tatsächlich auch von Umdenken geben wird. Und das Europäische Parlament hat ja eben sein Verhandlungsmandat. Es gibt eine grüne Berichterstatterin, weiß nicht, Frau Auken, eine dänische Grüne, die den Bericht verfasst hat, ja ganz klar eingeschrieben, dass es zum Beispiel klare Reduktionsziele geben soll und dass eben auch ein Preis auf diese Plastiktüten erhoben werden soll. Und mal sehen, was bei den Verhandlungen rauskommt. Jedenfalls das Europäische Parlament hat hier sehr viel ehrgeizigere Vorstellungen, was denn im Endeffekt dabei rauskommen soll. Natura 2000, Plastiktüten, ah ja, dann hat man natürlich die allgemeine Frage, Wachstumsphilosophie, wohin führt das und so weiter und so fort. Und gehen wir denn nach wie vor, hängen denn wir auch noch dieser Wachstumsorthodoxie an? Es gibt auch in der Europäischen Kommission darüber Debatten, wie denn jetzt eben sozusagen welches Wachstumsmodell wir brauchen. Es ist natürlich klar, dass unser Kommissar, auch Klimakommissarin, hier auch andere Wachstumsmodelle in den Weg bringen. Wir arbeiten zum Beispiel schon seit längerem daran, am Projekt sozusagen Beyond GDP, also das Bruttonationalprodukt jetzt nicht nur nach rein wirtschaftlichen Faktoren zu bemessen, sondern eben auch andere Faktoren reinzubringen. Und so, also es ist hier im Großen und Ganzen, es ist hier schon sozusagen auch Versuche, ein Umdenken einzuführen da. Was eben unser Ziel ist und was es auch das Ziel mit dem Umweltaktionsprogramm ist, ja, dass es Wachstum gibt, aber dass es eben ein nachhaltiges, dass es ein umweltverträgliches Wachstum ist, wie es eine Position ist, die natürlich auch von den Grünen in Deutschland vertreten wird. Nicht von allen, aber natürlich von sehr vielen Grünen, und nehme ich jetzt nochmal Reinhard Bütikofer, der ja auch im Europaparlament ist, dazu auch einige Berichte genau in die Richtung verabschiedet hat, dass es eben sozusagen kurzfristiges Wachstum nur auf Kosten, nur um sozusagen Wachstum zu haben, schlecht ist, aber dass wir eben hinkommen müssen zu einem nachhaltigen Wachstum. Das ist, denke ich, sicherlich etwas, eine Philosophie, die eben auch das Umweltaktionsprogramm oder die Vision, die wir mit unserem Umweltaktionsprogramm erreichen wollen. Und dann war zum Schluss Ihre Frage noch so ein bisschen, die Kommission wird ja gern von den Grünen kritisiert, weil wir natürlich immer zu lasch sind, weil wir natürlich nicht ehrgeizig genug sind. Ja, natürlich ist das ihre Aufgabe. Wir werden kritisiert von den Wirtschaftsverbänden, weil wir zu grün sind. Unsere Aufgabe ist es halt nun mal, Vorschläge auf den Weg zu bringen und einen Interessenausgleich vorzunehmen. Und um das möglichst transparent zu machen, ist es eben so, dass sämtliche Gesetzesvorschläge, die wir mittlerweile auf den Weg bringen, einen, würde ich mal sagen, 2-3-jährigen Prozess vorher durchlaufen, weil wir eben sehr viele Folgenabschätzungsverfahren rufen, wo wir einfach die unterschiedlichsten Szenarien durchrechnen. Machen wir Vorschlag A, Auswirkungen auf Wirtschaft, Auswirkungen auf Umwelt, Soziales.
und einfach die unterschiedlichsten Szenarien durchgerechnet werden, damit auch wir innerhalb der Kommission unsere Vorschläge legitimieren können. Denn alles, was wir vorschlagen wollen, muss eben vorher von diesem Folgenabschätzungsboard, also das ist eine Reihe von Kommissionsbeamten, die dann diese Vorschläge prüfen, das muss da bestehen. Und wenn es das nicht besteht, kommt kein Kommissionsvorschlag auf den Weg. Deshalb ist es natürlich so, dass wir nicht Vorschläge auf den Weg bringen gleich können, die jetzt einer einzelnen Interessensgruppe, für die eine einzelne Interessensgruppe wichtig sind. Und bei uns ist die Rede immer, wenn uns alle kritisieren, haben wir keinen so schlechten Vorschlag gemacht. Und es gibt uns nie jeder Lob, kann nicht sein, aber man wird halt in der Regel von allen kritisiert. Aber das ist natürlich etwas, was man mit Parteichefs, mit Regierungen, mit Abgeordneten hält. Das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Ich hatte aber eben schon zugesagt, es gibt noch eine letzte Fragerunde. Und ich als Grüne habe eine absolute Vorliebe für Flügel und deswegen hatte ich schon gesagt, es kommt jetzt nochmal zum Zug der Norbert Mensch als Vertreter von Brandenburg und dann nochmal die Linksaußenmeldungen. Und das sind drei und dann nochmal kurze Antwortrunde. Und meine Co-Sprecherin von der LAG Umwelt muss ich dann vielleicht direkt nochmal das Signal ausgeben. Genau. Also Norbert, bitte. Ja, ich habe hier mal ein Symbol mitgebracht aus dem Shop hier unten im Europaparlament. Eine Plastiktüte, vielleicht kann man das ja auch mal ändern in eine Papiertüte oder in eine entsprechende, so eine gute Sache, sage ich jetzt mal, wo ich sonst einkaufen gehe. Wäre vielleicht mal eine Anregung, hier mal eine kleine Initialzündung zu geben, das ist das eine. Und das zweite wäre, ich habe vorhin ein bisschen mit Bodenrichtlinie, ist was vielleicht wieder am Kommen. Boden ist Subsidiaritätsprinzip, weil das Boden ist nicht beweglich. Das passt jetzt zwar nicht ganz zu Europa, aber wir wissen ja, dass der brasilianische Regenwald abgeholzt wird und das ist ja auch etwas, was man im Klima merkt, also sprich Schädlingseffekt. Und das Zweite ist, ich habe das mal in Sydney erlebt, diese Sandstürme, die kommen auch aus ganz anderen Ecken, wo man denkt, was ist das hier in der Luft? Also es hat schon was mit Nachbarländern teilweise zu tun und bei uns in Europa, in Deutschland gibt es auch einige Gebiete, auch in Brandenburg, wo stark Braunkohle und andere Sachen abgebaut werden, da ist auch stark der Flugsand oder eben andere Dinge in der Luft, Schadstoffe etc. Also da kann man schon drüber nachdenken, ob das nicht doch in die Richtlinien gehört oder eben anders argumentiert werden müssten. Okay, wir sammeln von mir aus gesehen der hintere linke Flügel. Ja, die Vertreterin für den Landschaftsschutz, bitte als erstes. Ja, ich habe eine kurze Nachfrage zu Natura 2000. Und zwar haben wir im Land Brandenburg 620 FFH-Gebiete ausgewiesen. Davon sind gerade mal ein Drittel davon wurden Pläne bereits erstellt. Und davon wieder nur ein Bruchteil werden derzeit umgesetzt, teilweise durch gemeinnützige Vereine über IBE. Meine Frage ist jetzt, wie sieht es in anderen Mitgliedstaaten aus? Wie funktioniert da die Umsetzung oder die Finanzierung, wenn sich schon Deutschland so schwierig dabei tut? Jetzt als letztes von mir aus gesehen links außen der Vertreter für Strahlenschutz. Nachdem die Wachstumsfrage ja schon gestellt und nicht unbedingt zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurde, stelle ich eine andere Frage. Sie haben bei den neuen Bereichen des Umweltaktionsprogramms die vier Ermöglicherinnen genannt. Was würden Sie denn als die größten Verhinderer sehen und wie können wir Sie dabei unterstützen, gegen diese vorzugehen? Okay, jetzt die letzte Antwort, die wir bekommen. Zum Thema FFH, wie denn das in den anderen Ländern ist, tut mir leid, da habe ich keine Informationen. Ich kann Ihnen das gerne schriftlich nachliefern, vielleicht so einen kleinen Über- oder ein paar Links dazu auf der Webseite. Meine Kollegen fragen, weiß ich nicht, kann ich wirklich nichts sagen, tut mir leid. Weil ich da einfach nicht im Thema, also ich arbeite jetzt nicht in dem Direktorat Natura 2000 und in der Umsetzung gibt es bei uns 30, 40 Leute, die eben die einzelnen Länder betreuen. Aber ich habe da einfach nicht den notwendigen Einblick und will jetzt auch nicht rumschwafeln. Zum Thema Verhinderer. Naja, was sind Verhinderer von Umweltpolitik? Verhinderer von Umweltpolitik sind einfach kurzfristige Wirtschaftsinteressen, die einfach nicht immer, aber in letzter Zeit einfach doch ziemlich Oberwasser hatten, aufgrund
einfach der Wirtschaftskrise, die wir hatten. Wenn wir einfach Länder haben, wo die Arbeitslosigkeit 30% ist, mussten wir halt leider sehen, dass das, was wir 2007, 2008 mit Green New Deal und was war eigentlich viele hofften, dass es hier doch ein nachhaltiges Umdenken hätte stattgefunden hätte, teilweise auch also seitens der Kommission, aber auch in vielen Mitgliedsländern einfach mal zurückgefallen ist in altes Denken von vorher. Und nicht zuletzt Rebecca Harms, das im Europaparlament ja einfach immer beklagt hat, dass sozusagen das Thema Umsteuer zu grüner Wirtschaft, Nachhaltigkeit einfach in den Programmen und in den Reden, sozusagen den großen Diskursen, wirtschaftspolitisch und so weiter, einfach keine Rolle mehr gespielt hat. Also das sind sicher sozusagen einfach die Hauptverhinderer. Ein anderes Problem, das ist natürlich einfach unser eigenes Verhalten, dass wir natürlich auch alle uns, und da kann sich sicher jeder von uns selbst an der Nase fassen, teilweise auch ein Verhalten an den Tag legen, das nicht immer unbedingt nachhaltig ist, teilweise weil wir halt in Zwängen drinnen stecken, teilweise weil wir halt auch die Möglichkeiten dazu haben. Und dazu natürlich ein Wirtschaftssystem oder ein Konsumsystem unterstützen, wo eben da eben Rückkopplungen gegeben werden, die Unternehmen dazu veranlasst, gewisse Produkte so zu produzieren, gewisse Dinge auf den Markt zu bringen, etc. etc. Ich nenne hier sozusagen jetzt mal die Plastiktüte, wo der Kollege jetzt leider keine Plastiktüte dabei hatte und auf eine Plastiktüte zurückgreifen musste. Das heißt, man muss sie auch nicht annehmen. Man muss sie ja auch nicht annehmen. Das ist, haben Sie gesagt. Sei es das ganze Thema Essen, was essen wir, wie viel essen wir, was kaufen wir ein, etc. etc. Also wo, denke ich, auch wir alle selbst nochmal viel dazu, so einiges dazu beitragen können. Das wären vielleicht so ein, zwei Anregungen, wo ich denke, dass das eben die Hauptprobleme sind, mit denen wir halt da nach wie vor zu kämpfen haben und die eben uns daran hindern, dass wir unser System, dass die Umsteuerung einfach so langsam geht und auch wir noch nicht sicher sein können, dass sie tatsächlich glücken wird. Das war's. Ja, liebe Frau Steffner, also ganz herzlichen Dank, dass Sie als Kommissionsbeamtin Freitagnachmittag zu uns hier gekommen sind. Ich würde gerne nochmal per Mail auf Sie zukommen, unter anderem auch wegen der Natura 2000-Frage. Das interessiert sicher viele von uns. Wir sind jetzt am Ende unseres Vortragsteiles. Wie gesagt, Sie waren jetzt der krönende Abschluss. Wir